Hi. Spiel, da komm. Ich habe eben noch getestet, deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert, und dann wieder gucken, ob alles stimmt und passt und da ist, wie es sich gehört. Fortschritten. Wir haben, ich glaube, bisher nur eine Session gehabt und die lief ziemlich gut. Also gehe ich davon aus, dass sich der Rest schleppend ziehen wird. Einfach schleppt. Ja. Ach ja, das ist, wie lange ist das eigentlich her? Ich meine, wir hatten jetzt letzte Woche, habe ich ausfallen lassen wegen Gesundheit, 2 Wochen. Oder ist es nur 2 Wochen? Off. Wir haben eine Banane. Banano. Die haben wir auch schon ein bisschen länger dabei. Der Kamelfreund. Ach genau, da haben wir uns die Pfeife zusammengesetzt. Aufziehschlüssel, Poolkescher. Ein spannender Roman. Am Ende des Romans stirbt Alibaba an einer vergifteten Dattel. Seltsam. Sehr aufregend. Okay. Verbandszeug und ein gepflegter Blatterfußball. Okay, das heißt, wir müssen den. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ich weiß nicht mehr, wo genau, aber irgendwo war noch ein. War das hier sogar um die Ecke? Ach, die ist ja auch noch da. Genau, die Tante, die hier springt, ist noch da. Und genau, beim Pfandleiher ist noch was oben. Das heißt, wenn wir den aufgepustet bekommen, müssen wir dann auf jeden Fall zum Pfandleiher. Ich will da was ausprobieren. Und die Frage war jetzt, was mache ich Nenn hier mich eigentlich? abergläubisch, aber darunter gehe ich nicht durch. Das hörst du doch gar nicht, so hoch. Ach, andere Seite. Das ganze Sherlock spielen, ne? Ach. Ich glaube, ich habe schon wieder gesehen. Anstatt gleich runterzuspringen, ja. Großartig. Ich habe die Leiter losgebunden. Warum ist mir das beim letzten Mal nicht aufgefallen? Ach Mensch. Einfach mal die Leiter losgebunden. So, ganz einfach. Da kommt die nämlich nicht mehr hoch. Also, oder doch? Eigentlich müsste ich mit der Leiter umkippen. Er ist so talentiert. Gibt das. Ich werde mal ganz kurz das Spiel noch ein bisschen leiser machen. Machen wir hier mal heimlich. Ja, irgendwie ist das wieder mega laut. Jo. Die Diebin fangen. Oh, Jan. Neue Kleidung, dafür wollen wir ins Pfandhaus und ins Casino, dafür brauchen wir die neue Kleidung. Das wird Er ist schon. alt, er ist hässlich, aber immerhin spendet er Schatten. Ja, Schatten in der Nacht, ich verstehe schon. Runter mit dir. Ach, was eine gute Landung. Ich falle! Oh nein, in meine Arme gefallen. Du hast mir das Leben gerettet. Ich schulde dir was. Ja. Mein Graben, bitte. Ach genau, die hat uns ja ausgeraubt, ganz am Anfang. Ja, genau. Den Kram, den du mir gestohlen hast. Her damit. Gib jetzt. Ja gut. Nimm einfach das hier. Was ist das? Das ist meine Beute vom heutigen Tag. Du willst mir Diebesgut andrehen? Sieh es doch mal so. Du kaufst mir ja nichts ab, sondern du nimmst nur ein Geschenk an. Du hast Ach also gar ja. keine Straftat begangen. Irgendwie macht das keinen Sinn. Aber ich nehme es trotzdem. Ja. So, alles geklärt. Bist du Sonst jetzt klaue ich zufrieden? immer alles, aber. Nee, ich will immer noch was Wenn ich haben. mir recht überlege, du bist mir immer Stimmt. noch was schuldig. Na gut. Ich würde dir noch ein paar Gegenstände besorgen, wenn du möchtest. Egal, was es ist, ich kann es dir besorgen. Niemand ist besser als ich. Ja. Hallo, Fufu. Sehr gut, das ist besser. Ja, guten Abend. Na, auch schon wach. Na, wie war dein Wochenende? Bist du wieder fit? Bist du wieder fit und daheim und alles ist gut? Mächtig Angebot. Die klaut mir einfach Tolles irgendwas, finde Angebot. ich Und wie super. soll das funktionieren?
Du machst mir einfach eine Zeichnung von dem Objekt, das ich dir besorgen soll. Nicht nur du. Dass mich mein Vater 2 Jahre lang auf die technische Zeichenschule geschickt hat. Weil er wollte, dass ich wie er ein Architekt werde. Heute noch bei Swiggy. Oh, schönes Ding. Und jetzt schon zurück oder noch irgendwo unterwegs? Ich bin jetzt halt ihr Wochenende auch komplett durch. Also, hab schon gesagt, ich werde wahrscheinlich morgen zum Arzt gehen. Wegen Husten nochmal gucken. Die Erkältung ist halt immer noch nicht ganz weg. Und bisher hat immer die Hausmutter am Ende funktioniert. Den ganzen Rotz, den er mir verschrieben hat, hat noch nie geklappt. Aber mal gucken. Mal gucken. Ah, Probe hast du auch noch. Ah, Probe. Ha. Aber stimmt, ist ja auch schon wieder spät. Egal, wie gut du angeblich bist. Mich würdest du nicht nochmal rankriegen. Ach ja? Und was ist das hier? Meinst du, die packst du Probe? Hey, wie hast du... Gib die sofort zurück. Unverfroren. Wo Keine hat sie Sorge. Meine Buchse her? Ich stehe nicht auf so Weicheier wie dich. Ich bevorzuge echte Gangster. Wie peinlich, wenn mir jetzt jemand unter den Rock schaut. Obwohl, unbekleidet unter dem Männerrock? Das könnte Kult werden. Hier hast du sie auf jeden Fall wieder. Bis später dann. Und schön ordentlich zeichnen, damit ich auch was erkenne. Soll ich zeichnen? Bitte, ich soll mich hier raus. Sie hat mir Zeichenquatsch gegeben. Was haben wir denn da? Eine Spielzeugmaus? Nein. Oh, Blasebalg, das ist doch gut. So aufgepumpt sieht er aus wie neu. Es ist perfekt. Perfekt. Tiddy, wunderschönen guten Abend. Oh nein, hast du dich jetzt irgendwie gezwungen gefühlt, nochmal reinzugucken heute? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Tag gehabt. Jetzt entspannt nur so. Na, dann gehen wir uns gleich ein paar Klamotten besorgen, hoffe ich. Mal gucken, wie das klappt hier. Ich sag ja, manchmal ist so eine Pause in so einem Spiel, die tut unheimlich gut. Da kann man nichts mit falsch machen. Keine also, Chance. Dann ist gut. Aber fühl dich, wie gesagt, fühl dich nicht gezwungen. Fühl dich auch nicht schlecht, wenn du es länger nicht schaffst, irgendwo reinzugucken. Da hat wirklich, glaube ich, keiner was dagegen. Also ich bin da der Letzte, der so, zu lange nicht gesehen. Was hat er gesagt? Rund, wie ein Fußball sein sollte. Keine Chance. Ich komme einfach nicht dran. Von da? Das sind definitiv nicht meine Farben. Nein. Von da? Was meint ihr mit, er kommt nicht ran? Ich werf das Ding jetzt. Keine Chance. Ich komme einfach nicht ran. No. Mach das. Ich hoffe, das hilft. Die Maus? Frauen erschrecken sich vielleicht vor Mäusen. Das hier aber mit Sicherheit nicht. Da ist ja noch eine andere Maus. Da komme ich im Leben nicht dran. Da steht gar nicht, womit ich das Frauen benutzen kann. Frauen erschrecken sich vielleicht vor Mäusen. Das hier aber mit Sicherheit Na, Frau, nicht. Frauen, sage ich jetzt schon. Der Fußball mit Schmuckkästchen und das klappt nicht. Wieso nicht? Keine Chance. Ich komme einfach nicht dran. Was hatten wir mit ihm noch eine gesprochen? Eine Krämerseele in einem Krämerladen. Oh. Er verkauft auch Kleider. Ja, Hast tut du auch er. Kleid? Aber natürlich. Aber wir haben kein Geld. Ich habe aber kein... Dann kommen wir wohl nicht. Ach, unsere Stimme wieder. Was verkaufst du denn? Schau dich an. Bei mir... Alles. Wie kann es sein, dass du so eine große Auswahl hast? Dunkle... Die erste Regel des Trödelladens ist, du sprichst nicht über den Trödelladen. Die zweite Regel des Trödelladens ist... Du sprichst nicht über den Trödel. Schon gut. Ich will mich nur mal umsehen. Ja. Aber wieso hat das nicht funktioniert? Was haben wir hier noch? Verbandszeug. Okay, vielleicht damit? Länger werden sie dadurch nicht. Nein. Jetzt bin ich schockiert. Und was hatte die Frau uns jetzt wegen der Zeichnung noch aufgetragen? Also ich glaube, ich bin wirklich nicht so fit. Ich höre schon wieder direkt dich zu. Bin ich wieder. Hast du eine Zeichnung gemacht? Nein, noch nicht. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Yippie! Hallöchen! Hallo und Dankeschön für dein Abo. 14. Monat schon. Junge. Was geht ab? Immer noch krank.
absolut geschafft vom Wochenende. Der Streamclash war amazing, aber auch mega anstrengend. Mega anstrengend, mega gut, aber ja. Ich konnte es halt nicht lassen. Ich konnte es halt wirklich nicht lassen. Vor allem, weil ich mich ja für Zeiten eingetragen hatte, die ich normalerweise packe, so ab um 10. Und dann war ich so, ach nee, da sind noch Lücken. Filmen wir die da aus und fangen noch früher an. Machen wir noch länger. Juhu. Richtig gut. Richtig gut gewesen. Ich hab keine Ahnung, was sollten wir mit dem Ding machen? Sämtliche Ankündigungen auf diesen Plakaten sind schon sehr lange vorbei. Aber ich hoffe, du bist fit. Ich hoffe, du bist gesund, fit, hattest ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Es ist nicht wertvoll genug, um dafür ein Verbrechen zu begehen. Was will ich denn zeichnen? Nur zurück mit ihr, zu ihr. Mehr oder weniger, okay. Hätte besser, hätte schlechter. Ich sollte wachsam sein. So, da bin ich. Hast du eine... Naja, du weißt ja, wo... Wovon denn? Neue Kleidung ins Casino gehen. Aber wieso Zeichnung? Kacke. Ja, ich werde wahrscheinlich trotz allem morgen irgendwie zum Arzt gehen. Ich habe zwar wahrscheinlich Besseres an so einem Tag vor, als zum Arzt zu gehen, aber ja, macht man halt. Das macht man lieber am Geburtstag, als sich zum Arzt zu gehen. Das ist, ne? Ich will doch nur die Kleidung haben. Ich hätte jetzt echt gesagt, mit dem Fußball, wir kicken das Schmuckkästchen runter und fertig ist. Ah nein, warte, war unser Kumpel nicht irgendwie Fußballspieler? Es ist einfach morgen schon der 13. Ja. Ich kann es aber noch nicht fassen. Das war jetzt heute eher so... Naja, irgendwie hätte ich schon gerne einen Kuchen. Ich schaffe es aber nicht, einkaufen zu gehen oder irgendwas vorzubereiten. Dann habe ich jetzt meinen Hauself heute nochmal losgeschickt, beziehungsweise er wollte sowieso unterwegs sein. Der hat mir noch einen Kuchen mitgebracht. Und ja. Fufu, wann denn? Wann ist denn bei dir heute Abend? Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt schaffe, bis um 9 zu streamen. Ich weiß es nicht. Und ja, dein Geschenk habe ich schon. Das von meinem Vater habe ich auch schon. Das ist ein Staubsaugerroboter. Der ist heute auch schon durch die Gegend gefahren. Beziehungsweise auch schon am 7. ausgepackt oder so. Der hat ihn irgendwie gleich um die Ecke geschickt. Tara, ich habe immer noch keine Klamotten. Lass uns versuchen, in das Casino zu gelangen. Aber ich habe Schlafsachen an, die sie hat auch noch ihre Schlafklamotten an übrigens. Wir sind ja aus dem Feuer geflohen. Wir haben nichts geklaut, nein. Also danach, oh, ich weiß nicht. Meint ihr, man spielt nur noch Kill Your Friends, weil das normale blöd ist? Hier drüben jetzt eigentlich zu? Da drüben ist zu. Was mache ich mit meinem Skizzenblock? Obwohl ich eine starke Abneigung gegenüber Wasser habe, muss ich sagen, dass das Wasserspiel sehr schön aussieht. Der Notizblock des Kommissars mit Kommissar. Ist das nicht seins? Er wird mich sofort für den Dieb halten. Verdammt! Ich habe nicht aufgepasst, was sie gesagt hat. Wie eigentlich... Spiel? Ist es abgespielt? Ich habe gerade überlegt, ob ich neu lade. Das Spiel hat mir das einfach abgenommen. Okay, danke. Danke fürs Gespräch. Ich würde auch nochmal online spielen wollen. Ja, okay. Ich sag mal sowieso vor. Hier kann ich eh nicht einschlafen. Timon spielt noch Kill Your Friends. Ich wollte es ja eigentlich schon wieder deinstallieren. Wenn ich es auch installiert habe, sagen wir so. Könnte mal drüber nachdenken. Ich habe ja für morgen überlegt, ob wir noch ein bisschen irgendwas machen, wo ich auch mal nicht weiß, was wir morgen machen sollen. So ein paar Stündchen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es schaffe. Ich glaube, das Spiel startet gerade gar nicht mehr. Oh. Ich habe kaputt gemacht. Alles kaputt. Du Kacke hier. Und ich hätte euch dann noch einen Kiefer los. Und wenn ich es morgen nicht schaffen sollte, wenn es mir zu schlecht geht... Schieben wir das einfach aufs Wochenende. Das war so der Alternativplan. Einfach irgendwie Wochenende. Weil Freitag ist auch noch Zahnarzt. Die Woche ist grausam. So, jetzt nochmal Neustart, nachdem ich alles getötet habe. Ach, ich hab wieder eine Freude und Spaß am Spiel.
Ich muss sagen, die Technik hat am Wochenende sehr gut geklappt. Ich glaube, wir hatten einmal eine Stream-Unterbrechung. Ansonsten hat eigentlich alles soweit funktioniert. Dafür, dass ja alles so mit, ich sag mal, fremden Layout und etc. pipapo. Also bei mir dreht sich ein blaues Rad. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt, aber bei mir dreht sich ein blaues Rad. Das ist sehr aufregend. Ich hole mal meine Stempel noch eben weg. Das hat nichts zu tun hier. Das und das. Wir können auch von mir aus gerne Sherlock Holmes weiterspielen. Wir hatten ja dann gestern wie mit Jack Ripper noch angefangen. Ich muss sagen, der Teil ist halt richtig gut. Also ich mag halt, ach, wie die Frauen die ganze Zeit im Hintergrund schreien und oh. Tja, Mojo. Wieso kommt das nicht? Guck mal, es hat doch geladen. Es hat nur eine Ewigkeit gedauert. Mojo Hakase sagt, was soll ich denn jetzt mit meinen Mojo Punkten machen? Hakase sagt, was soll ich denn jetzt mit meinen Punkten machen, wenn es keine Community-Herausforderung mehr gibt? Insat. Insat. Hallöchen, wunderschönen guten Abend. Also ich habe jetzt noch reingepackt. Für 200.000 könnt ihr, ich habe einen 12-Stunden-Stream einlösen. Für 80.000 ein Wunschspiel, wobei ich überlege, das aber hochzusetzen. Weil da könnt ihr mir wirklich, also das Wunschspiel, was ihr da einlösen könnt, ist, da muss man drüber verhandeln. Das ist nicht einfach irgendwas, sondern da kann ich auch Nein sagen und ablehnen. Und Tami, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Das ist eigentlich ganz gut. Ich wollte jetzt fortsetzen. Ja, wollte ich. Ich wollte ja neu laden. Ich habe eigentlich eh nichts geschafft, ne? Ach, Spiel. Spiel, Spiel, Spiel. Du böses Ding, du. Tabi, wie war dein Wochenende? Wie war dein Montag? Und generell, wie geht's dir? Bist du fit? Seid ihr alle nicht krank? Alles klar, viel Spaß im Lurk. Ja gut, das Fufu stirbt, ja. Hüpsi. Mal hier nochmal das Ich habe Seil die Leiter weg. losgebunden. Als ob ich auch was schaffen würde in meinem Leben. Dann muss ich ihr gleich zuhören und nicht wieder mich ablenken. Ganz wichtig, zuhören. Hör den Leuten zu, wenn sie mit mir reden. Ich lese das über Chat und quatsche, ne? Wie. Arbeiten. Ja, ich habe tatsächlich auch gearbeitet. Also ich habe halt Bestellung fertig gemacht, weggeschickt. Und die anderen Bestellungen fertig gemacht vom Stream Clash. Also jetzt in dem Fall halt Adressen mit hergeschickt. Dass ich die auch quasi gleich wieder löschen kann. Uah. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so ein paar Briefe zu schreiben, also so fertig zu machen, so lange dauern würde. Ich wollte eigentlich heute noch für meinen Shop die PDFs fertig machen von den wunderschönen Socken mit Mustern und ich bin überhaupt nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt gesagt, die letzte Stunde habe ich jetzt einfach mich aufs Sofa gepackt. Ich bin halt einfach noch krank. Ich darf es halt nicht übertreiben. Das merke ich sonst gleich wieder. So, ich will mein Ja, Loot. genau. Den ist ja gut. Was ist? Gib. Das ist mein. Sieh es doch Alles mal von so. heute. Du kaufst mir ja nichts ab. Irgendwie macht das keinen Sinn. So, alles. Nee, ich will noch was. So, und jetzt Wenn kommt der ich mir wichtige recht Teil. überlege. Na, ich würde dir noch ein paar Gegenstände. Egal was es ist, ich kann es dir besorgen. Niemand ist besser als ich. Ach so, dafür hat sie uns den Zettel mitgegeben. Okay, ich habe das einfach nicht mit zusammen verbunden bekommen im Kopf. Tolles Angebot. Und du machst mir einfach eine Zeichnung von dem Objekt, das ich für dich besorgen soll. Wie gut, dass mich mein Vater 2 Jahre lang auf die technische Zeichenschule geschickt Ja, hat. einfach irgendwas zeichnen und das Ich besorgt eher sie ein uns dann. Architekt werde. Ganz einfach. Na, die Hose muss ich mir jetzt nicht nochmal klauen Bis lassen. Wir später gehen dann. einfach. Und schön ordentlich zeichnen, damit ich Tschüss. auch was erkenne. Ja, so, jetzt müssen wir nochmal ihre Tasche Was haben auspacken. wir denn da? Ball können wir So aufpumpen. aufgepumpt sieht er aus wie neu. Es ist sogar ein Autogramm von Moses drauf. Ein Auto. Oh mein Gott, okay, vielleicht können wir wirklich den Ball, wie ich es mir überlegt hatte, noch abgeben. Wow, hallo. Ich habe einen Ball von Moses. Kannst du mir helfen, dafür ein paar Klamotten zu bekommen? Eine Runde Fußball? Später vielleicht. Ach, schade. Wir haben noch Mäuse. Frauen erschrecken sich vielleicht vor Mäusen.
Alles klar, Fufu, dann viel Spaß bei der Probe. Viel Erfolg, halte durch. Ja, das ist vielleicht später, sag ich mal. Bis vielleicht, bin noch nicht sicher. Ich guck, wie es mir dann geht. Da bist du ja wieder. Und? Hast du im Casino dein mysteriöses Portal gefunden? Die. Nein, bis jetzt leider noch nicht. Ich komm ja, nicht rein. Ist auch gar nicht so leicht. Die lassen nicht jeden rein. Er hatte noch irgendeinen großen Plan? Größer. Ich will Präsident von Luxor werden. Präsident. Ach was. Alle werden ihn. Alle werden ihn hassen. Ist das nicht schön? Und wie willst du das? Alles eine. Ich werde Sachen sagen wie: Ich werde die Steuern senken. Ich werde im Senat endlich aufräumen. Ich werde Luxor wieder zur Hoffnung der Welt machen. Sie werden mich lieben. Genau, bestimmt. Du bist verrückt und ich werde nicht weiter mit dir darüber reden. Ich werde dich über meine politische Karriere auf dem Laufenden halten. Da wette ich drauf. Er ist auch so ein guter Kumpel. Ja, gut. Beim Balsamieren rausgeworfen? Weil ich möchte nicht darüber. Es hat mit einem schrecklichen Unfall und einem grauenhaften Ungeheuer zu tun. Ich möchte nicht darüber reden. Okay. Nee, er ist raus. Dann bleibt aber wirklich nur noch zurückzugehen zum Antiquariat. Pfandleier, sorry. Das ist der Pfandleier. Man kriegt hier Cash für sein Zeug. Speichern wir nochmal, bevor gleich alles stirbt. Ach ja, ich habe ja echt nicht oft gespeichert. Ich bin beim letzten Mal einfach durchgerannt. Ich frage mich, wie ich das geschafft habe. Da war ich doch nicht ganz so krank. Das Schmuckkästchen. Da sagt er, schafft er nicht. Ich komme einfach nicht dran. Brauche ich eine andere Position? Andere Abenteurer tun sowas vielleicht. Ich nicht. Ich hätte einfach hinterher geguckt. Die Pferde eiskalt einfach zu irgendeiner Umkleide gegangen, hat jeder aufgerissen und ja, doch. Wie kriegen wir jetzt das Kästchen runter? Ich komme einfach nicht dran. Ich glaube, wir haben auch schon mal alles durchprobiert, was wir hatten. Ich habe ihn gerade erst geflickt. Und es ist immerhin ein Autogramm von Moses darauf. Sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Hier gibt es nichts aufzupusten. Eine Spielzeugmaus, die Fußball spielt? Seltsamer Gedanke. Ich meine, irgendwie müssen wir da doch rankommen. Schmuckikästchen, komm. Fischers Fritze fischt frische Fische. Aber nicht sowas. Meine gute alte Pullkescher. No! Aber wir fehlen heute wieder bei der Komplettlösungsmatch. Ich merke das schon. Ja, gegessen habe ich quasi auch noch. Also ich habe jetzt heute so ein bisschen eine Mischung aus Faulheit und ich bin noch krank, weswegen ich meine Kamera nicht anhabe. Und jetzt habe ich mir irgendwie an den Hals gefasst, wo ich auch noch Zeug mich eingerieben hatte. Wieso bin ich denn aber so eklig? Wieso? Und wieso? Da komme ich im Leben nicht dran. Kommst du da nicht einfach ran? Ja. Keine Chance. Ich komme einfach nicht ran. Können wir den Ball mit was anderem kombinieren und dann dagegen schießen? Pfandleier vielleicht einfach. Guten Tag. Ja, Wahnsinn. Achso, der Ball hat ja auch eine Unterschrift. Ball aus dem großen Finale von vor 2 Monaten. Oh, ich bin so doof. Sogar mit Autogramm von Moses. Dem ja, der ist ja vielleicht auch wertvoll. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ja, so clever. Ich bin sein größter Fan. Du hast freie Auswahl. Was möchtest du? Meine Freundin und ich bräuchten neue Kleider. Sucht euch was aus. Ich habe die besten Kleider aus Luxor. Fast neu. Yay. Neue Kommt, Kleider. Lara, endlich neue Kleidung. Gehen Sie ruhig hoch, junge Dame. Mein umfangreiches Sortiment wartet auf Sie. Ich bin dann gleich zurück. Hey, aber jetzt hat sie doch was anderes an, als ja, gerade eben vorne, oder? Ja, wie lange Frauen oder hat sie sich umgezogen? Ja, wissen wir. So, Asil, du bist dran, aber beeil dich. Wow, das ging schnell. Okay, ich renne ja schon. Also das geht ja gar nicht. Sieht ja aus wie eine Qualle. Was im Vergleich zu deinem jetzigen Äußeren eine enorme Verbesserung darstellen würde. Beeil dich, Asil. Also ich weiß nicht.
Ich geb's auf, ich leg mich schlafen. Aber genau, das sind die Klamotten, die sie doch schon anhatte. Okay. Und hast du jetzt so lange gebraucht? Auf geht's ins Casino. Der Junge hat sich nur ein Handtuch um die Lenden gewickelt und ins Casino. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe jetzt irgendwie auch heute überlegt, ob ich wieder ins Casino gehen sollte. Ich habe es noch nie gemacht und wollte es aber mal machen. So für 10 Euro. Einfach mit 10 Euro reingehen. Also gucken, wo es. Also, was halt der Mindesteinsatz ist, ne? Passt 3112 sagt Geldautomat-Symbol, Mülleimer-Symbol, Trinkwasser, Rollstuhl-Symbol, Herren, Damen, Toiletten, Baby-Symbol, WC-Passkontrolle, Zollkontrolle, Gepäckausgabe, Gepäckaufbewahrung. Okay, danke. Ja, ist nett. Der Gepäckknacke. Nicht, dass wir uns hier noch irgendwie ablenken lassen von der wunderschönen Lady oder so. Mit den Ohren. Hey. So. Wenn das mal nicht ein geiles Casino ist. Ein Verrückter hat aus der Grabkammer ein grell leuchtendes, hässliches, lautes, buntes Ding gemacht. Nicht schlecht. Lass uns ein wenig spielen. Wir müssen ja auch mal Glück haben. Auf keinen Fall, Asyl. Wir müssen dieses dämliche Ding loswerden. Wenn hier jemand dämlich ist, dann ja Mist. Ja, und der Angriff ja doch. Jetzt? Lasst uns lieber dieses Portal suchen. Okay. Nichts, nichts, irgendwas. Wir gehen einfach durch. Das ist schon ein bisschen dolle wild. Da ist was an der Wand verriegelt. Ach, ein Spielgerät. Hallo. Wenn ich nur ein bisschen Kohle hätte, Tammy, sieht das bei dir auch so ähnlich aus auf Arbeit? Kann man sich ungefähr so ein Casino vorstellen? Mit der ägyptischer Style hier, ne? Aber. Willkommen im Casino von Luxor. Guten Tag. Casino? Ich dachte, das wäre ein Tempel. Das ist ja auch ein Tempel. Aber die Leute spielen um Geld. Nein, sie spielen nicht. Sie opfern. Oh, sie opfert. Das ist ein schmerzhaftes Opfer, aber... Nein, nein. Sämtliches verspieltes Geld fließt automatisch in unsere Opferkammer und wird den Göttern geschenkt. Der Legende nach treten dann die Götter durch ein heiliges Portal. Kann man überhaupt was gewinnen? An sich. Hm. Na dann. Gut, dass Schmuel, Shalom und Ephraim das nicht sehen. Sie würden vermutlich die ganze Bude auseinandernehmen. Ich weiß gar nicht, was aus den dreien geworden ist. So nennt ihr das also. Macht sich besser auf der Visitenkarte. Wo ist denn diese Opferkammer? Die heilige Opferkammer darf natürlich niemand betreten. Außer den Göttern selbst. Ja, außer genau, da wird wahrscheinlich das Portal sein, ne? Wir haben hier einen dabei. Wie bitte? Los, Ang, sprich. Na komm schon. Du hältst doch sonst auch nicht für 5 Minuten die Klappe. Sehr witzig. Toll, wenn man nicht einmal Wieso? Braucht. Wieso lässt du mich jetzt im Stich? Die Opferkammer kann nur betreten werden von Göttern. Oder reich geschmückten Opfergaben. Okay. Hier. Ich bin ein Gott. Hallo. Ein Adonis oder was? Was meinst du damit? Können wir den Wagen kriegen? Was hat uns die gute Frau denn eben verraten? Ich weiß nicht so genau. Ich musste die ganze Zeit... Also, diese Tänzerin... Nee. Aber ich glaube, sie hat irgendwas davon gesagt, genau wie ich, einfach nicht zuhören. Genau, das Ankh und du, ihr müsst euch also als eine Opfergabe tarnen. Ha, wie soll das denn gehen? Ich bin doch keine Mumie und einen teuren Sarkophag habe ich auch nicht. Noch? Ach, ihr Buddha. Ja gut, Buddha ist auch ein guter Gott. Ja, ja. Ein Plan. Du solltest mal ganz still sein. Da braucht man dich einmal und du gibst keinen Ton von dir. Zum schönen langen Ohrläppchen oder was? Ich kenne diese Frau. Umso besser. Rede mit ihr. Dann lässt sie uns vielleicht auch ohne Tricks rein. Nein, also, das war so. Ich habe sie enttäuscht. Warum bloß wundert mich das gar nicht? Kennen sich? Ich sagte ihr, ich wollte sie groß rausbringen. Damals. Aber... Aber du hast sie nur ausgenutzt. Hey, Asyl. Wieso kann sie auf einmal Gedanken lesen? Sie wird mir unheimlich. Na toll. Nur weil du es dir irgendwann mit dieser Priesterin verscherzt hast, müssen wir jetzt... Was müssen wir nochmal? Opfergaben. Was müssen wir? Wir müssen euch herrichten. Und was fällt mir noch schön. Ein? Schön.
wie dämlich, ja. Oh no. Ja, genau, ihr könnt spielen. Denkt dran, wir haben auch noch den Slot-Command. Der ist irgendwie auch zu handhaben. Ah! Der geht. Raus hier, du Wüstling! Ups. Was war das? Frauenumkleide? Tara? Oh, Damentoilette. Ja, Upsi. Meint ihr, Tara kann das für uns irgendwie regeln? Wir müssen dich als teure Opfergabe tarnen. Auf geht's. Na gut, okay. Okay, erstmal da drüben noch gucken. Hier, ich da im Aquarium beobachten. Ich will so einen dicken Klupf. So einen Klupfisch wollte ich schon sagen und sehen, aber die sind ja echt langweilig. Okay, Herrentoilette, hol mich aber bitte rein, ja? Danke. Okay. Brausestangen. Ja, ohne Geld keine Brausestangen. So einfach ist das. Dann nehmen wir das hier mit. Quasi ein Schild in... Achso, so eine Münzform. Das ist sehr fragwürdig. Hallo, ist hier offen? Ein Fischkopf als Wasserhahn? Wie originell. Würde nicht reinpassen. Die Maus könnten wir doch probieren, oder? Doch, irgendwas erzählt vorhin. Mit Frauen und Schreien. Achso, oh, dafür ist. Ah, I see. Alles geplant? Scheint wohl länger zu dauern. Ach so! Oh, warte, wo kam der jetzt her? VIP-Bereich? Okay, wir wollen... Ich dachte, die rennen raus und ich komme da dann rein. Aber ich will da gar nicht rein, offensichtlich. Wie sieht jetzt VIP? Ich wollte jetzt, dass es auch versucht, wie es zugeht, aber... Dann war das ja geplant. Sehr gut. Hallo? Ach Mann, na und? Ein Grund, kein Hindernis. Ich war hier schon die ganze Zeit, ja, im VIP-Bereich. Was ist das? Hier zocken, Opfern, die gut betuchten. Oh Gott. Ah ja. Aber kann ich mir da nichts mitnehmen? Was mache ich mit meinem dicken Loot? Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Huh. Gottchen. Nee. Irgendwie ist hier nichts. Also ich. Scheint, als ob sie über das ich weiß, ich sehe wieder meine Maus wacht. Nicht. Scheint, als ob sie über das Geschehen da unten wacht. Scheint, als ob sie über das Geschehen da unten wacht. Ach, so. Ich suche halt immer alles ab mit der Maus natürlich, ne? Also wenn ich dann wieder irgendwas übersehe, was super nicht verdächtig aussieht, dann ist es wieder meine Schuld und ich werde es später nicht finden. Hier zocken, das ist einfach nur die Pokertische. Opfern, die gut betuchten. Dafür braucht man bestimmt eine jahrelange Ausbildung. Ich kann irgendwas mit ihr machen. Sie tanzt gerade. Möchtest du meine Jeton haben? Sie tanzt gerade. Wir können sie zeichnen. Vielleicht wird sie uns dann geklaut werden. Hey! Bilder machen verboten! Oh. Aber das scheint doch das Richtige zu sein, dann. Vielleicht wollen wir ihren Federschmuck haben oder sowas. Diamanten hat sie auch noch um die Brust. Hatte er das Ding hier reingepackt in der Cutscene? War das das? In den Mülleimer? Oh, ich bin erschreckt! Oh, der Tod! Warum war das so laut? Schmeiß er wieder rein. Jürge, erschreckt mich dieses Spiel. Ich glaube, ich muss es nochmal im In-Game gleich leiser machen. Nachdem wir gezeichnet haben, versteht sich. Das scheint wohl länger zu dauern. Ich sag ja, schreiende Frauen finde ich super, ne? Deswegen Jack the Ripper war ich ganz gut bisher. Okay, versuchen wir das nochmal mit dem Zeichnen.
Perfekt. Das könnte man in einer Galerie aushängen. Also wahrscheinlich schon diesen Kopfschmuck, oder? So. Dann müssen wir das ja wieder weg... Ach nee, doch, Edelstein. Okay. Ich will nochmal mit ihr quatschen. Was ist denn jetzt noch genau der Plan? Nein, nicht da reingehen. Nein. Raus hier, du Wüst. Du Füßling. Das geht doch nicht. Tara. Wir müssen dich als teure... Okay. Okay. Ich will mal ganz kurz. Einstellungen? Wie ist die Musik wirklich irre laut? Hallöchen! Na du, wie geht's dir? Oh, Katze. Ich muss mich ein bisschen hier rumstellen. So, besser. Ach Mensch, wo ist mein Adi? Ich bin heute ein bisschen virtueller. Der so ein Pipis. Ja, was? Sie was auszusitzen? Montag, Pipi, müde, kalt. Ja, genau das. Genau das. genau deshalb, warum sitze ich heute hier so da. Dann müsst ihr euch mein Leiden nicht angucken. Ach, guck mal, hier ist noch mehr davon. Nimm. Nimm. Wieso nimmt der sich das nicht? Nee, ich bin halt einfach wieder ein bisschen fertig. Einfach noch von der Krankheit halt. Ist jetzt schon anderthalb Wochen. Fast zwei Wochen. Ne, und... Dann irgendwie nicht so wirklich Bock gehabt, mich fertig zu machen heute. Und ne, dann bleibt's. Bleibt's einfach. Danke. Ja, das ist halt meine Alternative, bevor irgendwie jemand meckert, dass halt gar nichts da ist. Oh, warte! Dann halt so ein bisschen. Kann ich mit dem... Dann halt lieber so ein bisschen. Also ich habe nur das Spielgerät und das ist ja na gut, okay. Ich kann mit keinem von den Leuten quatschen. Char Rasseltin Disclaim. Ist das Rasseltin? Wohin rennt er denn? No, geh zurück. Ja, das stimmt. Eben, ne? Jeder hat halt irgendwie seine Blattseite und dann passt das schon. Ich hatte auch überlegt, Tini hatte mir mal eine wunderschöne Zeichnerin empfohlen, die sie ja auch hat. Mich auch angeschrieben und angefragt hatte. Ich hätte jetzt theoretisch um die Zeit auch was beauftragen können, aber geldtechnisch ist halt gerade nicht da, sonst hätte ich mir nochmal einen kleinen Fuchs oder sowas zeichnen lassen. Ja, weiß ich halt gerade nicht, wie viel man da halt animiert haben möchte und so. Da habe ich gesagt, vielleicht irgendwann mal nächstes Jahr mal gucken. Hätte sich so, ich sage, brauche ich sofort. Deswegen habe ich mir meinen eigenen Avatar gemacht erstmal und der ist halt auch ganz gut so als Platzhalter. Der macht das schon. Können wir hier noch was klauen? Da war doch auch noch irgendwas gewesen, oder? Sitzbank? Hä? Nee, du sollst... Laufe! So, tsch. In neue Geschenken-Camp brauche ich erstmal keinen Platzhalter. Ich glaube, meine Fähigkeiten okay. Im Kamelreiten reichen bewiesenermaßen nicht dafür aus. Uff. Aber das ist so ein Camp, das ist ja auch mega. Ich will doch nicht den ersten Hilfskasten haben. Das Rad kaputt, so kann ich ihn nicht bewegen. Oder? Will ich haben? Bei der heutigen Verkehrssituation sollte jeder Wagen einen Erste-Hilfe-Kasten dabei haben. Bin mir gerade nicht Beim sicher. Zusammenstoß hat sich Wir ein könnten Rad ja gelöst. Auch... Das hier noch klauen? Sarkophagus precarius. Ein Billigmodell von der Stange. An dem Ding möchte ich nicht Hallo Chat. Hallo Chat, seid ihr alle Haier machen? Ja, also Fufu ist doch direkt wieder raus. Die musste jetzt zur Probe. Wir sind jetzt alle am Lurken hier. Alle ganz fleißig am Lurken. So wie über. Was mache ich denn? Achso, wir wollten den Stein dahin bringen. Ach, ich bin voll verwirrt hier. Ja, aber ich muss ja sagen, ich war jetzt übers Wochenende hin echt zufrieden mit Chat. Chat war sehr gut. Chat war sehr lieb. Muss ich mal Chat loben. Und wir haben ja noch die 5000 geknackt. Das heißt, ich mache auch für euch eine Verlosung von dem kleinen gehäkelten Fuchs. Ich wollte euch eigentlich erst den geben, den ich hier noch hatte. Da habe ich festgestellt, nee, die Katze hatte den zu häufig. Also der Kater hat den durch die Gegend geschleppt und hat den immer mal abgesleckt.
den mute ich euch mal nicht zu, sondern werde dann nochmal was neu machen. Und das gibt's dann irgendwann aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, ne? Gib mir ein paar Minuten Zeit. Das schaffst du nie. Da sind überall Wachen. Wir werden sehen. Reicht das denn mit dem Stein? Der wird mit Tee hier gleich nicht daneben kippen. Ach Gott. Oh, die Idee gerade noch. Wir müssen zurück zum so, Sargdingsi. Hier ist dein Objekt. Wir haben noch ein Rad. Wow, wie hast du das denn geschafft? Oder habe ich ein Rad ab? Das Schwierigste war eigentlich, deine Zeichnung zu entziffern. Sorry, okay. Sie hat ernsthaft einen richtig fetten Klunker rangeholt. Ja, aber das ist doch ein Rad. Das ist doch ein Rad hier. Ja, mach mal noch ein bisschen WoW. Mach mal ganz entspannt. Ja, ich habe heute nur ein bisschen Pokémon noch für mich lang hingedaddelt. Versuche dann aber noch die Pokédex zu vervollständigen. Beim Neuen. Das ist immer ein bisschen Arbeit. Und dann bin ich zu den Champions gegangen und die haben mich rausgeschmissen. Ich habe meine mündliche Prüfung nicht bestanden. Das ein war riesiger Spielchip als Werbung für das Casino. Mit Wagen. Das wird das so ein bisschen aufbauen wie das Ding, was da drin stand, einfach. Ach, er hilft uns? So, dann werde ich den mal zu Badawi bringen. Ah, ich wusste nicht, dass es abgesprochen war, aber okay, danke. Hey, da bist du ja wieder. Gut, ja. Was haben wir bis jetzt? Ich habe einen Sarkophag besorgt. Naja, aber so richtig wertvoll sieht er noch nicht aus. Ich würde sagen, da fehlt der gewisse Schick. Prunk, Protz, High Society, du verstehst schon. Ja, das haben wir doch dabei hier. Warte mal. Sehr wertvoll. Den sollte ich nicht so einfach aus den Händen geben. Dann packen wir das daran direkt. Den Sarkophag unheimlich auf. Ein Stein reingeklatscht. Juhu. Reicht das jetzt schon oder noch nicht? Das war gerade nicht besser. So, Verbandzeug vielleicht noch und dann sind wir schon eine Mumie, oder nicht? Länger werden sie dadurch nicht. Wie nicht länger? Da können wir uns doch als Mumie verkleiden gleich doch. Hier ist der perfekte Platz, um in aller Ruhe an dem Ding herumzubasteln. Sind wir denn noch nicht fertig? Hey, gut. Ich habe einen Sarkophag besorgt. Nicht schlecht, das. Ja. Jetzt können wir zum Mumifizierungsteil übergehen. Ich denke, da wirst du auch noch die geeigneten Zutaten finden. Klar doch. Kein Problem für den großen Asien. Hey, was brauche ich denn noch? Ich habe noch Verbandszeug. Hey, gut. Ich habe einen... Nicht schlecht, das hier. Ich denke... Klar doch. Klar doch. Hier, da. Das ist zu wenig Bandage. Ach, zu wenig. Er will mehr. Och, Manu. Haben wir Klopapier? So blöd sie es anhört, aber... Oder halt die Mumie ein bisschen beschneiden, die da noch war. Vielleicht können wir ihr eine Banane geben und sie gibt uns ein bisschen was von ihrem Verband ab. Es sieht ja die ganze Zeit aus wie eine Klopapierrolle. Ich kann mir nicht helfen, ne? Das ist ganz schlimm. Mit dem Kasten ist nichts weiter drin? Bei der heutigen Verkehrssituation sollte jeder Wagen einen Erste-Hilfe-Kasten dabei haben. Ach, Manu. Genau, den haben wir, glaube ich, mit dem irgendwie ausgetrickst. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich würde das angestellt haben. Verschwinde. Ich will ja nicht stören, aber ich muss hier vorbei. Mach ja keine Dummheiten, Kleiner. Nee. Hatte ich gar nicht vor. Schön für deine Familie. Hä, warum lässt er mich jetzt nicht durch? Vielleicht. Warum lässt er mich jetzt nicht durch? Hä, ich kann einfach vorbeigehen. Was? Warum? Hä? Okay, ja. Gute Arbeit, Astin, gute Arbeit. Also an den Seiten geht es scheinbar wirklich nicht weiter. Wenn ich der nur ein bisschen Kohle hätte, würde ich ja mal mein Glück versuchen. Wenn ich nur ein bisschen Kohle hätte, würde ich ja mal mein Glück versuchen. Ein bisschen Kohle.
So ein paar kleine schwarze Steine können wir uns bestimmt auch selber machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diesen Jeton. Hochkant rauswerfen. Okay. Das ist halt der Hauptgewinn, ne? Wow! Damit wäre ich der Größte auf Kairos Straßen. Wir müssen dich als teure. Ja, mich als teure Abvergabe. Ja, gut, dann. Geh nochmal hier kurz gucken. Dann gehen wir nochmal oben gucken. Ich weiß nicht, ob jetzt die Bauchtänzerin ihren Dings noch hat. Werde ich. Ach nee, gut, den brauchte ich ja, den Edelstein für das andere. Nee, alles okay. Dem Ding komme ich nicht zu nahe. Gute alte Klubüsse. Ist der immer noch auf Toilette? Jürgen! Hallo? Verschwinde! Jetzt können wir mit ihm reden. Okay. Das Was dauert denn da so lange? Ich lese gerade ein spannendes Buch. Und bevor ich nicht fertig bin, komme ich nicht raus. Also verschwinde. Reicht denn das Buch? Vor allem, ich konnte ja gerade noch sagen, Alibaba stirbt an der Vergiftung von der Dattel. Wie heißt denn das Buch? Alibaba und 40 Jungfrauen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Können wir ihn spoilern? Ist das eher ein Roman oder eher ein Bildband? Ach, hau endlich ab. Er liest denn immer auf der Toilette? Es ist voll eklig. Warte, nochmal. Ich bin's nochmal. Verschwinde. Hier. Einfach spoilern den Dude. Alibaba stirbt an einer vergifteten Dattel. Ich dachte erst, es wäre so eine Art Passwort. Ich hasse dich. Aber okay. Wie konntest du das tun? Das war, Notwehr? Das war's. Die Spannung ist dahin. Vielen, vielen Dank. Er hat wirklich Toiletten. Hier hast du das Buch. Papier. Das war wohl nicht einer von denen, die immer zuerst die letzte Seite lesen. Wer macht denn auch sowas? Wer liest denn die? Oh, bitte. Okay, großartig. Ja, ich sage, das sieht genauso aus wie Toilettenpapier. Jetzt sollte die Bandage schön lang doof genug sein. Kann ich hier nicht machen? Kann ich nicht machen. Okay, meint ihr, wir haben schon alles? Ich wüsste gerade nicht, wo ich nochmal nachgucken gehen sollte. Die Ladies auch. Nee, kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht immer in den VIP-Bereich. Oder doch? Ich kann in den VIP-Bereich, aber ich kann nicht zeichnen. Darum ging es, glaube ich, vorhin nur. Ihr Schmuck ist wirklich weg. Das gibt's ja nicht. Das heißt, die Diebin ist so gut, dass sie einfach der tanzenden Tänzerin vor aller Augen, vor allem dem des Security Man, den Stein geklaut hat. Von um den Bauch rum. Das ist ja krass. Also ich würde wirklich sagen, die ist halt so gut. Ne? Ich meine, sie hat uns ja auch unsere Unterhose geklaut, direkt vor ihr. Und keiner hat's gesehen. Niemand. Ah, die ist wirklich gut. Na, hi, Schollygorn. Ich schaff's auch einfach nicht zu müden. Ich versuche immer nur wegzuhusten. Ich hoffe, man hört das nicht so dolle. Ich hoffe nicht. Wieder zurück. Wieder Kilometergeld heute machen. So, können wir ganz kurz speichern. Jetzt habe ich, seitdem es abgeschmiert ist, ne, ich richtig Panik. Das muss immer erst einmal sterben, das Spiel, und dann, ne. Dann traut man niemandem und nichts mehr hier. Ich kann ja auch keine neuen Sachen zeichnen. Ich habe nur noch den Roman übrig jetzt. So, dann. Nutz mal. Scheint schon lang genug zu sein für das, was ich vorhabe. Klappt das dann? Scheint schon lang genug zu sein für das, was ich vorhabe. Reden wir mit ihm? Ich weiß immer nicht, wie wir es machen. Hey, da bist du ja wieder. Gut. Ich habe einen Sarkophag besorgt. Nicht schlecht, Asiel. Jetzt können wir zum Mumifizierungsteil übergehen. Ich denke, da wirst du auch noch die geeigneten. Ach ja, er war ja ein Balsamierer. Vielleicht kommen wir hiermit weiter. Sehr schön. Her damit. Sehr schön. Dann, bitteschön. Mal so rum.
lassen wir uns eben einwickeln. Ich dachte, wir fangen irgendwie selbst an. Ich fand es ein bisschen privat, aber... Ja, dann, das fummelt ja eben an mir rum. Stunden später. Ach, kein Wunder, dass er rausgeflogen ist. Das sieht ja echt schlecht aus. Schön stillhalten. Ich hole nur noch eine Sicherheitsnadel. Das sieht ja richtig schlecht aus. Oh, ich verliere das Gleichgewicht. Oh nein! Die erste Regel des Trödelladens ist, du sprichst nicht über den Trödelladen. Warte, ich habe hier was für dich. Nimm. Am besten setze ich mich irgendwo hin. Nicht, dass noch was passiert. Hey, Asil, was machst du denn hier? Komm mit, nichts wie runter von der Straße. Warum drückt es durch die Gegend? Au! Oh. Fies. Ich gewinne! Ich gewinne! Und die 13 gewinnt. Schon wieder? Verlier endlich, Badawi. Na gut, ich geb mir Mühe. Wie schade. Sie haben eine Nacht mit der Tänzerin verspielt. Nein! Was? Man konnte die Tänzerin für eine Nacht gewinnen? Warum haben wir das denn noch nicht eher versucht? Na, ganz toll. So, dann bist du jetzt aber den Raum, weil so wie das jetzt aussieht, wahrscheinlich auch der Raum der Götter hier irgendwie das Portal erreichen. Inzwischen. Noch einen Drink? Der Barkeeper ist so langsam, manchmal glaube ich, der ist gar nicht mehr am Leben. Wisst ihr noch, das eine Mal im Junior-Götter-Ferienlager, als wir das erste Mal... Halt, keine Geschichten über mich aus dem Ferienlager. Nein, die Katze macht wieder Quatsch. Nicht so peinlich. Innere Organe entfernen und Gefäße daneben lagern. Ja, eigentlich schon. Hey, seht mal. Licht GPI. Eigentlich ja, aber wir wollen nur so tun, als ob. Katze, lass das. Stop it. Anmeldungsbogen. Nein. Oh nein, der ist ganz unten in einem der Kopf. Die ist heute wieder so durch. Ach, mein lieber Osiris. Immer noch der gleiche liebenswerte Trottel. Was? Osiris? Wie kann das sein? Du bist untot und darfst dich nur in der Unterwelt aufhalten. Nein! Und wegen. Ich habe mein Herz zurückerhalten. Ich bin wieder einer von euch. Und ich sage dir eins, Seth. Ich glaube dir noch immer nicht, dass das damals ein Unfall gewesen sein soll. Was? Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Es war ein Unfall. Hey, Leute, beruhigt euch. Ich weiß, dass du mich damals auf der Bühne mit Absicht zersägt hast. Aber nein, man hat mir die falsche Säge gereicht. Der Schuldige wurde gefunden und in ein Ankh gebannt. Jetzt holt euch doch erstmal was zu trinken. Ja, also Anspielungen können sie genau. Halt richtig gut. Egal, ob jetzt Filme oder Spiele. Beim Turnier austragen. Dafür ist es ja da. Ist ja auch die erste Regel des Pfandleiers. Es wird nicht über die Pfandleier gesprochen oder so. Zweite Regel des Pfandleiers. Es wird nicht über den Pfandleier, ihr wisst schon, ne? Gesprochen. Oh, wir sind in einem guten Raum. Was können wir uns denn einstecken? Ach, ich komm auch mehr. Die ganzen verspielten armen Opfergaben. Oh nein, das tut mir aber leid. Alles meins jetzt. So, ich habe die Katze direkt rausgeschmissen. Ich glaube, die geht mir jetzt nicht mehr auf den Sack. Ein Terminal. Willkommen im göttlichen Portal. Bitte nennen Sie Ihren Namen. Na los, wie ist dein richtiger Name? Horus. Ja, der war's. Bitte nennen Sie Ihr geheimes Wort. Hallöchen. Oh nein, ich weiß mein geheimes Wort nicht mehr. Lass mich raten. Nein. Nervensäge? Das war der erste Fehlversuch. Zeig, Asil. Das war der zweite Fehlversuch. Ich hab's. Es war bestimmt, ich bin der Größte. Das war der dritte Fehlversuch. Oh, großartig gemacht, Asil. Wenn Sie Ihr geheimes Wort vergessen haben, können Sie es sich durch Beantworten der Sicherheitsfrage umgehend zuschicken lassen. Fein, fein. Sehr gut. Das machen wir. Ihre Sicherheitsfrage lautet, was ist mein Lieblingsessen? Puh, woher soll ich wissen, was vor 1000 Jahren mein Lieblingsessen war? Aber das hier ist ja ein Tempel für uns Götter. Vielleicht wurde diese wichtige Information irgendwo festgehalten. Bestimmt. Ah, wie geht's dir so? Wie war dein Tag?
Wie war dein Montag? Ich will alles mitnehmen. Alles glänzt, alles lenkt mich ab. Schriftrolle? Benutze mal Schriftrolle. Das kann ich beim besten Willen nicht entziffern. Sicher nicht? Oh Mann, oh, da toll, warum habe ich den mitgenommen? Was kann ich noch mitnehmen? Irgendwas. Oh, ich höre Geld klimpern. Geld. Das ist ein goldener Käfig. Wer möchte schon in einem goldenen Käfig leben? Ich habe leider nur so ein Netz dabei. Irgendwo festgehalten? Ja gut, das wird ja dann wahrscheinlich das hier sein. Aber ich kann die Schriftrolle nicht lesen. Es ist zwar uraltes Wissen hier drauf verzeichnet, aber in diesem Falle hilft es nichts. Ob darauf steht, was sein Lieblingsessen war? Entspannter Tag, auch sehr schön. Das ist gut. Ja, also... Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich jetzt halt so ein paar Stunden rumgelungert habe, ging es mir auch wieder deutlich besser. Das kann ich beim besten Willen. Ich bin immer noch nicht fit. Ich bin noch nicht ganz hundertprozentig wieder fit. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Bitte lies mir vor. So etwas wird also auch im Casino verspielt. Ja, klar. Also es ist halt, die opfern halt ihr... Alles. Einfach alles. Ihre Ziege. Ihre Hausziege wird auch geopfert. Ich habe mir seit dreimal überlegt, ob ich meine Hausziege opfern wollen würde. Das hat er nicht überlebt. Ist da nichts drin weiter? Diese Reise war wohl seine letzte. Das hat er nicht überlebt. Soll er irgendwo hinkommen hier? Pokal. Oh, hier ist noch ein Wörterbuch. Oh, ein Wörterbuch. Ja, das könnte helfen. Okay, Wörterbuch. Jetzt übersetzen. Ist der Kauderwelsch verständlich. Oh, Mensch. Aha, sehr interessant. Ja. Aha, sehr interessant. Der will ja wieder nicht mit uns reden. Ihre Sicherheitsfrage lautet: Flambierte Erdbeeren. Vielen Dank. Ihr geheimes Wort wird Ihnen in Kürze zugesandt. Wo kommt das dann her? Wo ist das geheime Wort denn nun? Au! Cheat! Mein Kopf! Na, großartig. Hätte es dir nicht etwas früher einfallen können? Besser spät als nie. Gute alte Steintafel. Was? Das Passwort ist Nagellackentferner? Was soll das denn sein? Wie kommt man denn auf so einen Mist? Ich wäre wahrscheinlich eher noch auf irgendeine Kombination von Buchstaben und Zahlen random gekommen, als auf Nagellackentferner. Was? Das Passwort ist Willkommen im göttlichen Portal. Muss ich ihr Bitte sagen. Nennen Sie Ihren Namen. Der Terminalfrau. Oh. Bitte nennen Sie Ihr geheimes Wort. Also gut, Nagellackentferner. Vielen Dank, das Portal steht Ihnen zur Verfügung. Nagellackentferner. Hey, warte mal. Was ist denn jetzt noch? Ist das da hinten nicht der Pokal vom letzten Fußball-Endspiel? Und wenn schon? Nimm ihn mit. Seit wann bist du denn ein Fußballfan? Moses ist der beste Stürmer aller Zeiten. Ah, mit ihrem blöden Fußball ja, immer. Also, ich bin halt nicht so, für Fußballfan, ne? Aber hier, das regt mich wirklich auf. Also, die machen hier so viel Quatsch draus. Kapitel 5. Die Qualifikation. Wihi. Der Barkeeper. Der ist ja wirklich tot. Ob wir ihm helfen müssen? Ich ahn's doch schon. Ach, du Schande. Hat was. Ach genau, hier sitzen die dann. Erinnert mich so ein bisschen an dieses eine vorletzte Tomb Raider Level. Was so absolut abgespaced war. Wir sind Teil 2 oder Teil 1? Teil 2 noch, ne? Speichern. Fangen wir ein neues Kapitel. Neues. So, wir haben hier nochmal ein Terminal. Hallo, was ist, wenn ich zurück möchte? Wir haben nur noch Banane und Pokal dabei. Keinen Grund, das Hotel wieder zu verlassen. Ein bisschen reduziert finde ich gar nicht so schlecht, möchte ich ehrlich meinen.
nordischer Bereich. Ach, wir können jetzt in jeden Götterbereich. Guten Tag, werter Herr. Und willkommen beim Konferenzraum der Wikingergötter. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte hier durch. Sie sind Ägypter, kein echter Nordmann. Bitte begeben Sie sich in den für Sie reservierten Bereich. Jetzt ist das auch noch, die Konferenz der Götter noch sortiert. Was soll das? Star Trek Teleporterkammer? Ja, das geht auch. Oh, hier Weinkeller. Der George. Willkommen im heiligen Hotel. Aber nicht der, der aus dem Dschungel, ne? Ich hoffe, dass wir einen angenehmen Aufenthalt in unserem bescheidenen Etablissement verbringen. Wie kann ich behilflich sein? Ach ja, das, ne? Oh, kennen wir den? Bist du nicht die Mumie, die nee, ich oder? Das wäre doch ein fetter Zufall. Ja, das stimmt. Du hast mich ausgetrickst und mein Portal zur Unterwelt benutzt. Ach ja, dann. Ich hatte es wirklich eilig. Und dann hast du Osiris verärgert. Und er hatte schon wieder keine Lust, mich endlich in der Unterwelt aufzunehmen. Den habe ich noch öfter verärgert. Aber jetzt sind wir fast Freunde. Und als er sich endlich bereit wir sind quasi Freunde, wir sind schon so. Fehler anzunehmen. Tja, da begann der Kampf der Götter. Und die werten Damen und Herren wollten unbedingt den gleichen Hotelier wie vor 1000 Jahren vorfinden. Die Hotelleitung hat keine Kosten und Mühen gescheut, mich ausfindig zu machen. Scheiße. War aber etwas erschreckt, dass ich mich nicht ganz so gut gehalten habe wie die Götter. Wenn man so will, wurde ich also schon wieder Opfer eines Planungsfehlers. Oh, da tut mir echt ein bisschen leid. Stell dir das mal vor, wie 1000 Jahre später bis dieselben Scheiße bearbeiten. Nee. Wo melde ich mich zum Kampf der Götter an? Die Tür dort drüben führt zum ägyptischen Bereich des Hotels. Dort findest du den Schiedsrichter, der deine Anmeldung entgegennimmt. Einen guten Tag wünsche ich noch. Einen guten Tag auch. Kann ich in den Weinkeller? Ich muss da bestimmt rein. Verschlossen. Natürlich. Hüsti. Auch hier oben genießt man Getränke gut gekühlt. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk? Extrem zuckerhaltig. Ob sich so ein Getränk durchsetzen wird? Eine Banane gegen was zu trinken tauschen kann? Vielleicht freut er sich über Bananen. Das ist ja wirklich der ägyptische Bereich. Guten Tag, werter Herr. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte bitte mitmachen. Als Ägypter können Sie das Zimmer selbstverständlich betreten. Glück gehabt, Tür. Einen guten Tag wünsche ich noch. Danke, Tür. Ach, schon lebt der Chat. Ja, siehst du mal. Alle da. Bitte treten Sie ein. Wir hoffen, Sie werden einen angenehmen Aufenthalt haben. Ich bin auch direkt irgendwie ein Stückchen weitergekommen. Es läuft schon wieder ziemlich... Okay. Nee. Schaut mal, wer ist das denn? Kann das wirklich sein? Hey, Leute, ich bin zurück. Das ist doch... Ank, altes Haus. Wie ist es dir ergangen? Du steckst doch nicht im Ernst, sehr gut. Abschlussfeier vor 1000 Jahren in diesem Ding fest. Und ob. Und es geht mir tierisch auf den Geist, kann ich euch sagen. Aber deshalb werde ich jetzt den Kampf der Götter gewinnen und dann wieder frei sein. Ja. Freiheit. Hallo. Auch schön, euch kennenzulernen. Ank, dein Träger kann ja sprechen. Ja, warum hast du ihm nicht die Zunge herausschneiden lassen? Zunge herausschneiden? Ihr seid witzig. Du nennst das witzig? Na klar. Wie soll man jemand die Zunge herausschneiden lassen, wenn man in ein dämliches Ank verbannt wurde? Schon seit Monaten muss ich mir sein unqualifiziertes Geplapper anhören. Monate? Er hat halt noch nie was gesagt. Wann habe ich jemals etwas Unqualifiziertes gesagt? Also zuerst mal hast du deinen Freunden bei der verbotenen Party in der Pyramide deines Vaters gesagt, niemand bräuchte sich Sorgen machen. Und schwupps, hattest du einen Todesfluch am Hals. Tja, damals, das waren noch Zeiten. Das hast du damals mitbekommen? Na klar, durch die Sarkophagtür hindurch. Und dann, in der Unterwelt, als du vor Osiris... Dann, ich bin Charakter hier über... Da hast du die Situation völlig missverstanden und wolltest mich an Osiris ausliefern. Ach das, also ja, das vielleicht. Also, da konnte doch wirklich niemand durchblicken. Später lagst du völlig betrunken in der Gosse und als mich zwei Schurken geklaut haben, hast du nur gelallt.
Nehmt ihn nur mit den hässlichen Flaschen. Ja, das könnte also, ich sein. Hässliche Flasche, Öffler. Okay, stimmt. Danke. Das reicht. Siehst du? Und du hast mich schon tausendmal einen Flaschenöffner genannt. Ja, was kann ich denn dafür, dass er so aussieht wie ein Flaschenöffner? Und eines Tages werde ich tatsächlich noch eine Flasche mit dir öffnen. Untersteh dich! Ihr hattet wohl schon viel Spaß miteinander. Macht's euch doch erstmal bequem, bevor die Qualifikation losgeht. Leider seid ihr etwas spät. Ihr habt die Begrüßungsfeier verpasst. Nein, die Party verpasst schon. Das ist der Schiedsrichter hier vorne. Gibt's da nicht? Hallo! Hallo, bist du der Schiedsrichter? Wieso fragst du das? Sieht man das nicht? Doch. Haha, seine Stimme. Mein Bohr. Ja, wie geht das jetzt hier eigentlich? Was muss ich machen? Kampf der Götter ab. Ganz einfach. Zuerst kommt die Qualifikation. Wer die gestellte Aufgabe nicht lösen kann, wird für den eigentlichen Wettkampf überhaupt nicht zugelassen. Bist du bereit für die Qualifikation? Klar. Ich, wir. Ich hab eine Banane. Schön. Ich nehm dich auch die Banane. Deine Aufgabe ist es, den Weg durch das Labyrinth der 1000 Wege zu finden. Du wirst in einen geheimen Raum gelangen, aus dem du mir diese Karaffe hier mit einem sehr erlesenen Wein bringen musst. Der Wein stammt aus der bekannten Gegend Ambrosco in Nubien. Bringst du mir genau diesen Wein, hast du die Qualifikation bestanden. Und los geht's! Let's go! Oh Gott, oh Gott! Daran erinnere ich mich noch! Daran erinnere ich mich noch. Das habe ich tatsächlich damals bei Michi noch gesehen. Doch, I remember. Also ich Schritt für Schritt nicht, aber ich erinnere mich an diesen Raum definitiv. Und es waren so 4, 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, kleine Sachen, die man da machen muss. Wow. Bis man am Ende ankommt. Oh Gott, das kann ja was werden. Ja. Ach du Kacke. Ob ich sie da zusammenkriege? Und so rum übrigens. So rum fangen wir an. Überhaupt nicht verwirrend oder so. Ach, großartig. Ja. Let's go, speichern nochmal. Party will ein Keks haben. Ach Mensch, öffne Klappe. Erstmal Sandstein einpacken. Erst mal looten. Was haben wir hier? Hintertürchen Nummer 1. Klappe geöffnet. Und Sand ins Getriebe gestreut, könnte man sagen. Gelbe Ebene. Wo sind wir? Wo sind wir? So, wo sind wir? Wo? Ah, hier. Oh, Gottchen. Hallo. Oh Gott. Unangemeldeter Besuch? Jetzt haben wir gar keinen Kaffee aufgesetzt. Du hättest wenigstens vorher mal schreiben können. Ja, momentan, ich muss mir mal unbedingt die Kekse jetzt aufpacken, damit ich wieder Kekse habe. Ich habe sonst gerade nichts. Der sieht ein bisschen angekettet aus und der hat noch einen Blitz im Kopf. Und was ist das auf dem Tisch hier? Rebellion? Hab ich so gut versteckt? Wer bist du? Wir sind ein Gott. Nein. Gott? Wovon? Zugegeben, das habe ich vergessen. Wie kann man vergessen, wovon man der Gott... Naja, mit dem Blitz vielleicht. Lass ihn doch. Hier vergisst man, wo einem der Kopf steht. Wie soll man sich dann erinnern, wofür der gut ist? Gott der Schwimme, Götterspeise, Gottlosen. Der Gott der Krümel, die man morgens im Augenblick hat. Voll eklig. Ja, ich habe noch welche. Alles gut. Ich glaube nicht. Aus dem Rest wird dann noch was gemacht. Bist du der Gott der Schwämme? Oh, das wüssten wir aber. Ach, Gott. Götterspeise? Bist du der Gott der Götterspeise? Schön wär's. Bist du der Gott der Krümel, die man morgens im Augenwinkel hat? Damit haben wir nichts zu tun. Mir ist egal, wovon du Gott bist. Ich bin unterwegs hier, oder? Gottes unterwegs. Welcher denn? In meinem Auftrag. Er ist meine Marionette.
Hey, ich hab dich in der Hand. Mein Geist ist älter und stärker als deiner. Trotzdem kannst du nichts tun, außer an meinem Hals zu hängen. Könnt ihr mal die Klappe halten? Wir hören uns selbst kaum noch denken. Also, wir? Ich weiß aber nicht, was genau da redet. Wir? Oder ist es ja, hier wie der Ball? Also wie der, ihr wisst schon, wie der Volleyball von Castaway? Hieß das auch im Deutschen Castaway? Wie heißt das? Ihr wisst schon, wo der Einsiedler, also Einsiedler, der eine mit den ganzen FedEx-Paketen auf der Insel gestrandet ist und sich dann aus dem Volleyball seinen Kumpel gemacht hat. Mann, wie ist der Film? Du und wer? Robert ist mein bester Freund. Naja, Robert. Okay. Ohne seine Gesellschaft wäre ich in der Einsamkeit doch hier völlig verrückt geworden. Alles klar, okay, gut. Ich glaube, ich kann nicht sicher, ob es im Deutschen komplett das andere... Ich sagen. Der lief sagt, gestern? Wirklich? Saugkraft des Universums. Das ist wieder. Hast du angeguckt, zufällig? Ich muss ehrlich sagen, der hat mir damals... Genau, Wilson. Wilson hieß er. Mir hat damals der Film unheimlich gut gefallen. Also ich habe zu der Zeit selten Filme gesehen, die mir wirklich Spaß gemacht haben zu gucken. Ich fand das echt aufregend damals. Es ist Ewigkeiten her, aber... Der Schwamm ist Robert. Was? Der Schwamm ist Robert? Ah, natürlich. Und wie hat er dir gefallen? Fandst du gut oder auch nur so? Hm, ja, wenn nichts Besseres läuft. Hier, ja, das ist Robert. Oh, das Ticken. Hä, hey, warte, Bob, der Schwamm? Ich dachte, der ist Robert. Nicht an. Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich sehr verwirrt. Hast du auch schon mal gesehen? Wir gern eine kleine Pause. Aber es ist trotzdem gut, kann man sich angucken. Sonst müssen wir wieder alles festbinden. Die Schwerkraft ist nämlich immer da, wo der Besucher ist. Leider. Oh, okay. Das ist ja auch ungünstig. Ja, ne? Es ist schon irgendwie echt witzig gemacht. In unserer Wohnung. Das ist, wo du bist. Jawohl. Hast du dir die Füße abgewischt? Füße? Ich? Wo ist oben und unten? Ich weiß nicht. Was für eine blöde Frage. Unten ist, wo der Kopf oben ist. Sieht man doch. Oh, meint ihr? Ich hab die Idee. Oh, ich wollte gar kein Gespräch anfangen. Ich hab mich nur verklickt. Das kann erschreckend leicht passieren. Warte, wo komme ich denn her? Blaue Ebene? Wo bin ich jetzt? Ah ja, doch, okay. Wartet mal, können wir... ein bisschen provozieren oder so? Ihr macht nichts. Schade. Ich dachte, wir können ein bisschen provozieren, dass es aber sagt, kann ich mehr, ich will nicht mehr. Ah, wie geht's dir so? Wir sind viel beschäftigt. Aber bitte lauf nicht so viel herum, sonst müssen wir wieder alles festbinden. Die Schwerkraft ist nämlich immer da, wo der Besucher ist. Leider. Aber warum fällt denn dann eigentlich der Robert nicht runter? Wo bin ich? In unserem Pass. Wer bist du? Mit den Göttern haben wir eigentlich schon geklärt. Mit wir, etc. Hier? Ja. Ich zähle. Was? Na gut, hiermit wäre. Du und. Nein, nicht nochmal nachfragen. Oh Gott. Was? Das wollte ich gerade sagen. No. So wie dein Hirn. So wie dein Hirn. Einfach beleidigen. Spiegel an der Mann, Wand. Sehe ich heute wieder gut aus. Sehe ich heute wieder gut aus. So, wir können zu denen hier noch hoch. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Durchgang zur orangenen Ebene. Dann haben wir erstmal die Sachen hier. What's happening? Okay, vielleicht können wir das mal doch... Ich glaube, genau, wir können nämlich die Statuen hier ein bisschen bearbeiten. Dann kriegt der die Arme schon mal, dass sie gewobbelt werden. Und einfach aus Spaß an der Freude tauschen wir nicht einfach nur die beiden Sachen aus, sondern machen dann dem das. Ja. Statue von Ägypterin. Und die kriegt die Arme nach oben. Weil ich so netter bin. Okay, einmal ringsrum getauscht. Bonsch. Oh no! Das,
Ja, bestimmt auch irgendwie beabsichtigt. Okay. Scherbenhaufen, nimm den ganzen Haufen. Die ist zu scharf, um sie ohne irgendeine Art von Schutz aufzuheben. Ich habe gehört, die Banane eignet sich hervorragend für Bananenscherben. Man weiß nie, was man mit einer Banane alles machen kann. Hierfür gibt's allerdings nichts. Sorry wegen dem Glas. Unser Spiegel. Unser Spiegel ist kaputt. Warum hast du das getan? Spaß an der Freude. Oh, manche Menschen sollten sich lieber nicht im Spiegel sehen. Sich lieber nicht im Spiegel sehen. Aber wenn dir dein Gesicht nicht gefällt, musst du deswegen noch lange nicht unseren Spiegel zerhauen. Warum was hast du ich das denn sonst getan? Tun sollen? Arbeitsunfall. Es war ein Arbeitsunfall. Keine Sorge. Tut mir leid. Ich bin versichert. Du arbeitest doch gar nicht. Du tollst durch mein Haus und bringst alles durcheinander. Vielleicht. Warum hast du unsere... Warte, noch irgendwas. Kaputte Spiegel bringen 7 Jahre Pech. Wirklich? Na dann vielen Dank. Ja, geschehen. Nicht dein Schwamm, ich brauche ihn wirklich dringend. Fass meinen Freund nicht an. Mann, nun bin ich mir sicher, dass ich ihn nur benutzen kann. Warum hast du unsere... Hey, man muss immer das Positive sehen. Was denn bitte? Dass ein Spiegelverkäufer einen glücklicheren Tag haben wird? Bestimmt. Moment. Wie? Was? Oh, Robert freut sich, dass wir jetzt nicht mehr den Spiegel putzen müssen. Du brauchst dann sicher das Fensterleder nicht mehr, oder? Robert will es nicht mehr. Hier, nimm. Was, Fensterleder? Damit hat er das Fenster geputzt. Ja, gut, dann danke. Jetzt kann ich mich nicht mehr daran schneiden. Jetzt haben wir die super scharfe Scherbe. Wofür? Soll ich mal zurückgehen? Wir können bestimmt auch das Seil durchschneiden, aber... Hey, wenn es das nicht ist... Die Halteleine und die nur Getriebe. Was machen die jetzt? Soll die es irgendwie andersrum platschieren? Oh no. Was können wir denn noch machen? Die Arme nach oben. Hurray! Dann kriegst du die hier. Dann haben wir nochmal alle eines umgetauscht. Und dann... Was habe ich denn jetzt geschafft, dass ich das Seil weggehauen habe? Ach, warte. Fällt das Ding vielleicht nach unten? Nee, ergibt auch keinen Sinn. Was soll denn da nach unten fallen? Ich dachte irgendwie, ich habe jetzt die Platte... Den Altar hat irgendwie frei. Sieht sehr massiv und schwer aus. Wenn er das... Man weiß nie, was man mit einer Banane alles machen kann. Hierfür gibt's allerdings nichts. Wieso will er meine Banane nicht benutzen? Nie will er meine Banane benutzen. Yes, es war doch eine Halterung. Okay, sehr gut. Ha! Gib lieber gleich auf, Wurm! Die Balz! Ist einer von den Göttern hier, oder? Was machst du hier? Ich bin der mächtige Seed. Ach ja. Du hast keine Chance. Schon, wir haben Trinken hier. Wir kriegen immer, wenn die kurz reden, das habe ich meine Zeit hier. Nein. Eine Frechheit. Ich werde... Obwohl... Ist ganz einfach. Ja, immer nach links im Kreis und dann stehen bleiben. Ganz lang okay, stehen danke. Bleiben. Dann habe ich... dann hast du gewonnen. Asil, darauf wirst du ja wohl nicht im Ernst reinfallen. Für wie blöd hältst du mich? Willst du ein einfach lange stehen bleiben, ne? Nein. Schade. Verzeihung, ich will mich nicht länger aufhalten. Wir werden uns wiedersehen, wenn ich die Welt beherrsche. Wir werden uns wiedersehen, wenn du mir die Füße küsst, du altes Großmaul. Du hast gar keine Füße. Aber du wirst dafür sorgen, dass sich das gleich ändert. Los geht's!
passt 3112, sagt Schneemann im Schnee, Sonne, Tropfen, 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 Schneemann, sehr weg, sehr lachender Smiley, aus. Smiley mit Freudentränen. Schneemann weg. Ja, Schneemann weg dann. Olivenbaum. Ich muss einen Weg dorthin finden. Oh no. Da hinten geht's einfach nach hinten. Genau, jetzt Olivenbaum. Und jetzt spielst du der Schneemann. Saftige Oliven. Oliven. Hat wohl keinen Hunger. Okay, die wollen wir da nicht reinhauen. Ist mir lieber Oliven, Oliven. Ist mir lieber Oliven. Mal hier doch hoch. Ich kann diese Tür von hier nicht erreichen. Ah, okay. Okay, ich bin verwirrt, wie immer, aber... Müssen wir uns einfach beeilen? Wie habe ich es jetzt geschafft, dass das Ding runtergefallen ist? Shito. Shito Ubito. Mal, nee. Hä, nochmal nach oben vielleicht? Dann sind beide Sachen oben. Ich würde jetzt gern zur grünen Tür kommen, aber irgendwie auch auf die rote Seite. Auf der rechten Seite ist eine rote Tür mit einer blauen Tür verbunden. Oh, wartet! Ich kann auch die pinke Ebene. Hier, hier, hier. Machen wir das so und schieben einmal das Ding nach unten. Die Scharniere sind verrostet. Oliven? Das scheint nicht zu funktionieren. Gutes altes Olivenöl. Hat wohl keinen Hunger. Oh, was? Was dann? Mit dem Schwamm irgendwie? Hallo? Mr. Einsiedler, Sir. Bitte. Wir sind viel beschäftigt, aber für dich machen wir gern eine kleine Pause. Aber bitte lauf nicht so viel herum, sonst müssen wir wieder alles festbinden. Die Schwerkraft ist nämlich immer da, wo der Besucher ist. Leider. Ja, ich weiß. Sei schon gemerkt. Wo ist oben und unten? Was für eine blöde Frage. Unten ist, wo der Kopf oben ist. Sieht man doch. Ich meine doch. Oh, warte. Okay, wenn du mir nicht helfen willst, ich glaube, ich weiß, ob ich die Digger klein kriege. Habe Vermutung und ich weiß so gerade noch nicht, wo lang am besten. Warte mal. Können wir die hier rauflegen? Auf den Altar? Da liegen die Oliven gut. Ja, da liegen die Oliven gut. Sehr schön. Dann einmal runter. Jo, und einmal wieder hoch. Dann haben wir Olivenöl. Mit etwas Saugfähigem kann ich das Öl aufnehmen. Shit, ich habe es befürchtet. Ich wollte ja schon die ganze Zeit diesen Schwamm haben. Jetzt weiß ich für. Ich brauche ihn wirklich. Ich meine, er ist festgewohnt. Ich kann ihn einfach mitnehmen, oder? Wir sind viel beschäftigt. Aber bitte lauf nicht. Die Schwerkraft ist nämlich immer... Manu. Ich will doch nur den Schwamm. Das kann nimm ihn doch einfach. Nimm einfach den blöden Schwamm. Fass meinen Freund nicht an. Was kann ich denn tun? Löwen? Ein bisschen im Kreis rennen vielleicht irgendwie? Vielleicht. Nee, der Schwamm ist ja wirklich fest, ne? Ich hätte gerade gesagt, irgendwie von oben rankommen und den nehmen, aber wir könnten gar nicht irgendwie von oben rankommen. Kommen wir da noch irgendwie hin? Er ist jetzt gerade runtergerannt. Ich kann diese Tür von hier nicht erreichen. Asiel, du weißt schon, wo du gerade bist. Oh nein, nicht... Ich wollte gerade sagen, nicht durch den Ausgang gehen, oder? Ausgang, Ausgang? Da komme ich jetzt nicht ran. Nee, da wollen wir ja ursprünglich dann hin...
zielführend wollen wir da hin? Ach Mensch. Brauche Öl. Wie machen wir das denn jetzt? Ich bin der Meinung, irgendwie können wir dafür sorgen, dass ihm schlecht wird. Was rennt denn der Junge wieder lang? Stop it. Was hier? Wieder Stich. Okay, wir haben damit direkt irgendwie eine Falle umgangen, aber irgendwie hat. Ich habe sie nie ausgetestet. Sie hat auch super. Einfach erstmal machen, ne? Nie über Konsequenzen nachdenken. Ist auch ein Ausgang zur gelben Ebene. Das ist wahrscheinlich miteinander verbunden, ja. Manu! Wohl schon sitzt? Möchtest du eine Banane haben? Man weiß nie, was man mit einer Banane alles machen kann. Hierfür gibt's allerdings nichts. Möchtest du den Pokal? Hiermit überreiche ich den Pokal für den sinnlosesten Versuch. Danke, danke. Die Karaffe muss ich echt mit dem Wein füllen, aber möchtest du vielleicht eine Karaffe haben? Ihre Bestimmung wurde mir ja erklärt. Ich soll damit Wein holen. Ja, ich weiß. Der hier wohl schon sitzt. Ich würde ihm gerne den Blitz aus dem Kopf ziehen. Ich könnte schwören, dass Zeus ihm mal eine verpasst hat oder so am Ende. Voll gemein. Wir sind viel beschäftigt, aber für dich machen wir gern eine kleine Pause. Knarz. Aber bitte lauf nicht so viel herum, sonst müssen wir wieder alles festbinden. Die Schwerkraft einfach, weil er es immer wieder erwähnt, da, ne? Wo der Besucher ist. Leider. Leider. Wer bist du? Wir sind ein Gott. Das hatten wir alle schon durch, ne? Ich muss euch Ägypten retten. Ich bin im Auftrag unterwegs. Auftrag eines Gottes unterwegs. Welcher denn? In meinem Auftrag. Er ist meine Marionette. Hey, ich hab dich in ja, der Hand. Danke. Mein Geist ist älter und stärker als deiner. Trotzdem kannst du nichts tun, außer an meinem Hals zu hängen. Könnt ihr mal die Klappe halten? Wir hören uns selbst kaum noch denken. Ja. Hatten wir das schon? Das hatten wir schon, ne? Gott, von dem müssen wir wieder raten. Zugegeben, das habe ich vergessen. Wie kann man vergessen, wovon man der Gott ist? Dann schau dich mal um, Jungchen. Hier vergisst man, wo einem der Kopf steht. Wie soll man sich dann erinnern, wofür der gut ist? Die Sachen hätten wir, glaube ich, auch schon. Sie bist du der Gott Schwammern? Der Schwämme? Oh, das wüssten wir aber. Bist du der Gott der Krümel, die man morgens im Augenwinkel hat? Damit haben wir nichts zu tun. Okay. Ach, ist mir egal, was eigentlich ist, mir scheißegal. Irgendwie müssen. Katze? Irgendwie müssen wir eine Möglichkeit finden, dass er uns diesen blöden Schwamm gibt. Da fällt mir ein, dass ich. Er hilft Gunau. Ne, ich hätte halt gesagt, wir rennen halt einfach ein paar Mal hoch und runter, dann wird ihm schön schlecht. Vielleicht noch 3-4 Mal mehr. Er zappelt halt nur so ein bisschen rum, das war's dann. Jetzt geht das schon wieder los mit der Schwerkraft. Jetzt meckert er ja doch. Jetzt meckert er ja doch. Okay, vielleicht war ich nicht oft genug. Vielleicht hätten wir doch häufiger rumeiern müssen hier. Ich kann das auch lassen, wenn du mir den Schwamm dafür gibst. Aber für dich. Aber bitte lauf nicht. Die Schwerkraft ist. Das ist eine Sensation. Das kann er. Hey, die hat doch gerade gemeckert. Ich glaube, wir müssen noch häufiger durch. Was ist denn hier? Alter! Eier rum. Und es geht schon wieder los. Oh, ein bisschen. Jetzt geht das schon wieder los mit der Schwerkraft. Da komme ich jetzt nicht dran. Achso, hä? Hallöchen, bitte die. Das ist besoffen Eier? Das sind Rum-Eier. Ja, klar, muss ja. Muss ja eigentlich. Mischini, wie geht's dir denn so? Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Willkommen, willkommen. Wir sind hier gerade an dem verrückten Labyrinth. Also wirklich verrückt. Er heult rum, dass ich Sachen mache. Das ist so die eine Geschichte, aber... Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das
Stop it! Gib mir jetzt den Schwamm. Was würde mich denn aufhalten, den Schwamm einfach zu nehmen? Oh, jetzt geht das schon wieder los mit der Schwerkraft. Ja, da dann... Oh, mir ist so übel. Oh, ich verstehe nicht mehr. Ich verstehe nicht mehr, was hier los ist. Jetzt geht er jetzt auf einmal. Warum? Dir geht's supi. Oh, sehr schön, das freut mich. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin noch krank. Krank und angeschlagen, aber es geht auf jeden Fall gut genug, dass wir hier ein bisschen Quatsch machen können. Könnte zwar besser gehen, aber naja, es wird wieder. Bestimmt wieder. Was für eine Sauerei. Das müssen wir. Das kommt mir bekannt vor. Annie heult Robert? Auch immer rum, wenn sie Dinge Wo tut. Bist du, ja. Robert? Ne? Robert! Robert! Schreie die so rum. Er würde mich nie verlassen. Robert! Robert! Warum hast du mich verlassen? Ich glaube, wir haben eine Liebe zerstört. Ich bin so böse. Oh. Oh. Und ja, wir müssen mal gucken. Also, geplant ist nach wie vor, dass wir morgen noch ein bisschen streamen machen. Nur ein bisschen. Vielleicht fange ich auch später zum 10 an. So 2-3 Stündchen. Und dann könnt ihr auch noch einen Steam-Key gewinnen. Ich habe überlegt, vielleicht gibt's dann Raji einfach direkt. Das ist ein schönes Spiel jetzt. Vollgesogen mit Olivenöl. Sieht gar nicht aus wie Frau. Wie die Frau geheißen. Tja, Robert ist halt der Schwamm hier. Wo war denn der Weg? Der war unten rum, ne? Robert! Ja, das ist jetzt mein Robert. Meiner. Jetzt können wir... warte, nee, verdammt, das ist ja da oben. Oho. Völlig verwirrt hier wieder. Oben ist die Tür, die ist bei ihm auf der Ebene. Robert. So, jetzt sind wir hier, jetzt können wir da. Oho. Ich sag ja, diese ganzen Anspielungen in dem Spiel sind unheimlich. Es ist einfach unheimlich. Mit Öl. Oh, Menschenskinders, wir sind jetzt hier drüben. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Kann ich an dieser Tür benutzen? Ich komme hier irgendwie nicht runter, kann es sein? Wie komme ich da wohl hin? Oh no. Wenn ich hier wieder durchgehe. Ach nee, der müsste bleiben. Und dann geht er nach unten. Das haut hin. Das Port hin, das ist cool, das ist cool. Das ist cool, 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 cool. Genau, jetzt ist er wieder unten. Dann können wir diesmal jetzt zur grünen Ebene, zur grünen Tür durch. Inzwischen. Das war ja schon fast zu einfach. Oh nein, ich hoffe, der holt nicht den letzten Tropfen. Dam, dam. Keiner nach mir wird die Kommission bestehen. Der ist doch viel gemeiner. Der lässt einfach den restlichen Wein auslaufen. Okay, so kann man auch Türen öffnen. Ach, scheiße. Manno. Nie hab ich's leicht. So, dann die Tür hier oben. Und dann sind wir hier. Wir müssten da rein können. Ach, mein Robert. Jetzt hat er mich verlassen. Obwohl. Komm. Schmeiß ihn doch wieder hin. Ganz gut, dass er weg ist. Ich glaube, der hatte einen ganz schönen Sprung in der Schüssel. Ja, das war bestimmt der Robert. Nicht er oder so. Ah, großartig. Ah, wir sind, ey, wirklich, wir sind aus dem blöden Raum raus. Speichern. Grausame Welt. Ah, hier haben wir schon mal was. Das ist mir vorhin schon der Cutscene aufgefallen, das brauche ich. Eine Schankkammer, genau. Der natürlich alles leer gelassen. Die Aufschrift sagt, mongolischer Pflaumenwein, trocken. Und den hier brauchen wir? Die Aufschrift lautet,
Nubischer El Ambrusco, Südhang, Jahrgang 36. Da steht mazedonischer Punch, trinkfertig nächstes Jahr. Wir können ja grundsätzlich schon mal rausgehen. Was? Hier ist der Ausgang aus dem Weinkeller? Und ich musste mich durch dieses blöde Labyrinth kämpfen? Tja. Richtig gut gelaufen. Wir können ja vielleicht mal die Mumie fragen, ob er noch was hat von dem Zeug. Hallo, George. Bitte hilf mir. Wir sind doch Kumpels. Er redet nicht mit uns. Ist das dein Hammer? Nein. Dem guten George krümme ich kein Haar. Möchtest du einen Olivenschwamm? Was soll ich denn damit? Oh, keine Ahnung. Ich könnte mich wahrscheinlich bei irgendeinem anderen Wein bedienen, aber ich glaube, das ist halt eh nicht richtig. Wo ist denn hier Seth hin? Kann ich mir nicht seinen Wein irgendwie klauen? Irgendwie? Die Götter lassen es sich ja wirklich gut gehen. Da ist gar nichts mehr übrig für mich. Ich hätte noch ein bisschen Käse. Komm mir nicht so nahe, Horus. Du hast damals Seth die Säge gereicht, mit der er mich zersägt hat. Er wird mir nicht glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Drahtes alte Haus? Du bist also der Träger des Ankh. Naja, nichts für ungut. Mach's dir bequem. Wir plaudern gerade über die guten alten Zeiten. Und über den Wettkampf des letzten Jahrtausends. Oh. Den ich übrigens damals gewonnen habe. Damals, ja. Als ich noch jung und frisch war. Uff. Gute Frage. Was war eigentlich damals? Da solltest du lieber Isis fragen. Ich hab Kopf gekratzt, weil besser erzählen. Ich sag nur so viel. Ich glaube nicht, dass das mit der Säge ein Unfall war. Nicht? Was passiert, wenn Seth gewinnt? Asil, Seth wird nicht gewinnen. Ich werde nämlich gewinnen. So. Das Ankh will den Kampf der Götter gewinnen. Naja, da wird Seth wohl was dagegen haben. Er hat schon mächtig trainiert. Und er kann auf Arme und Beine zurückgreifen. Das kann ich auch. Siehst du? Asil hat Arme und Beine. Naja, verglichen ja, ich mit denen von Seth sind das ja eher Streichhölzer. Ist das überhaupt zulässig? Sterbliche dürfen das heilige Hotel doch gar nicht betreten. Hey, jetzt hört aber auf. Wenn einer von euch auf den Gedanken kommt, nicht bei der Hotelleitung zu verpfeifen, dann werde ich aber echt sauer. Schon gut, Kumpel. Keiner wird dich verpfeifen. Na klar. Wir sehen uns wieder. Ich werde gewinnen. Und wenn schon. Ich habe ja schon mal gewonnen. Ich höre komische Geräusche vom Nachbarn. War das schon alles? Hallo? Also... Du bist also Hallo? Ha, der große Sonnengott. Genau. Immer schön in der Sonne liegen. Das ist mein Motto. Ja, okay, bis später. Na klar. Wir sehen uns wieder. Und wenn schon. Ich habe ja schon mal... Aber wo ist er denn mit seinem Wein jetzt eigentlich hingegangen? Also das verstehe ich gerade nicht. Der hätte doch direkt zurückgehen können. Hey, setz dich zu uns und mach's dir gemütlich. So langsam kommen wir in die Jahre. Ihm strahlt die Sonne nicht aus dem Arsch. Aber was? Du verhältst dich nicht besonders göttlich. Das ist ja wohl Ansichtssache. Ich konnte dem Ganzen herumstolzieren und drohen noch nie etwas abgelehnt. Ja, der ist so netter, ne? Die Zeit gealtert? So fett geworden ist er auch. Die Zeiten ändern sich. Aber die sehen alle so strange aus. Im letzten Jahrtausend, da haben Isis, Ra und ich zusammen gewohnt. Da war immer was los. Tag oh Gott. Und heute ist irgendwie alles anders. Die Welt bleibt nicht stehen. So eine richtige Götter-Wiki. Du hast unsere Wasserpfeife kaputt gemacht. Ich weiß es noch ganz genau. Oh, und nein. Stimmt. Naja, wenn ich erst den Kampf der Götter gewonnen habe, werde ich das Ding großzügig ersetzen. Ja, nett. Was nett, geschah nett. Beim letzten... Da solltest du lieber Isis fragen. Die kann... Ich sag nur so viel. Wenn die Säge je wieder auftaucht, könnte die Geschichte neu geschrieben werden. Die Säge. Da ist der Schlüssel zum Requisitenraum schon seit langem verschollen. Bis später. Eile mit Weile. Und no. Eile mit Weile. Tja, da war Hallo. Schon einiges los damals. Osiris, mein Schatz, ist noch immer etwas frustriert. Naja, das letzte Mal musste er auch einiges einstecken. Ja, das hört sich auch schlimm an. Osiris und ich haben auch so einiges. Bitte zu der Säge. Wirklich? Gesägt zu werden. Das kann man wohl sagen. Gut, dass die beiden sich am Schluss geeinigt haben.
Somit ist Osiris nicht mehr unser Feind, sondern Seth. Seth. Okay. Ist Osiris jetzt der Gute oder der Böse? Der Gute ist die gut? Mein lieber, guter Osiris. Ich muss schon mal auf Toilette rennen. Ich bin ja wirklich die ganze Zeit am Tee trinken hier. Was geschah beim letzten Wettkampf? Tja, ich war mit meinem lieben Osiris zusammen. Es war die große Abschlussfeier nach unserer Götterausbildung und der erste Kampf der Götter. Damals ging es noch ziemlich gesittlich. Du rennen. Ja, nach dem Gespräch hier. Dann hat sie sich so, als ob ich sofort platze, wenn ich nicht mal muss. Gutes Ende. Okay. Was genau ist passiert? Was ist auf der Abschlussparty passiert? I want to know. Verkleidet als Zauberer, bat Osiris, sich in einen Show-Sarkophag zu legen. Ja, ganz sicher, alles gut. Zersägen. Osiris so kleine war damals für sämtliche Scherze zu haben und legte sich in den Sarkophag. Leider wurde die Showsäge mit einer echten Oh, okay. Und, naja, ich hab's mir schon gedacht, das ist halt so, ne? Nette Show ist. Einfach direkt zersägt. Osiris wurde von Seth zersägt? Auf der Bühne? Ich war als Magiergehilfe auf der Bühne und die Hotelleitung sah es als erwiesen an, dass ich Seth die falsche Säge gereicht hatte. Daraufhin wurde ich in das Ankh verbannt. Nein. Er war schuld. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, ich schätze mal, jemand anders hat die Siege vertauscht, ne? Seth hat Osiris auf der Bühne zersägt, aber Horus wurde bestraft? Genau so war's! Aber ich war unschuldig! Hab ihm nur die blöde Säge gereicht! Osiris konnten wir zwar aus seinen Einzelteilen wieder zusammensetzen, aber richtig zum Leben erwecken konnten wir ihn nicht. Denn sein Herz war nirgendwo mehr zu finden. Somit durfte er dann nur in der Unterwelt Dienst tun. Es hat sich schon sehr geplant an, also... Beamtenjob, aber immerhin. Osiris aber spricht die ganze Zeit von einer großen Intrige des Seths. Doch, doch. Ja, ja, der alte Verschwörer. Ich bin voll auf seiner Seite. Der würde da Böses denken. Ist für sich ein Unfall. Nee, doch. Er hat die zersägt, die guckt zu und dann... Seth hat Osiris zersägt. Wie könnt ihr nur? Und ihr habt alle zugesehen. Und den Falschen verbannt. Das ließ sich leider damals nicht beweisen. Vor allem, weil Horus auch noch sehr betrunken war. War ich nicht? Ach, warst du doch. Ich soll auf den Alkohol schieben. Schmollt Osiris und prophezeit, dass er mein Herz. Wenn doch irgendwann würde, dass Seth absichtlich die falsche Säge genommen hat. Ah, die geht auch an. Also, nein. Schaut niemanden an. Danke. Aber ich war es ja wirklich nicht, ne? Aber wir haben ja versucht zu helfen irgendwie. Und am Ende haben wir ihm ja auch das Herz wiedergegeben. Bis später. Mehr oder weniger wir. Der Pharao hat es ja gefunden. Der Pharao hat es gefunden. Okay, hi, der Wein ist und? Weg. Hast du den Wein? Ich akzeptiere nur El Ambrusco Wein aus Nubien. Einen Moment. Naja. Gleich habe ich ihn. Wie es die alten Regeln gebieten, schütte dann den Wein in meine Futterschale. Können wir nicht einfach abfüllen, dann schmeckt alles irgendwann gleich. Na gut. Ah. Ich wollte mich eigentlich, bevor wir überhaupt hier reingegangen sind, noch auf der anderen Seite rumsehen. Wir waren noch nie irgendwo überall gewesen hier. Jetzt mal gucken, ich weiß bestimmt, dass ich jetzt gleich ende, aber ich kenne mich noch. Irgendwas liegen gelassen oder so. Nee, doch, genau, hier war noch eine Treppe. Doch. Eine Treppe. Eine Kammer. Verschlossen. Eine verschlossene Kammer. Der will weinen. Ja, der ist halt der Schiedsrichter, ne? Mit Schiedsrichter will man ein bisschen was Gutes trinken Guten hier. Guten Tag, werter Herr. Und willkommen beim Konferenzraum der Inka-Götter. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Gott. Ich möchte hier durch. Sie sind Ägypter, kein Inka. Bitte begeben Sie sich in den für Sie reservierten Bereich. Da. Jetzt haben wir einen Hammer und einen Keil. Okay, damit sollte das auf jeden Fall funktionieren. Oh, oh, nein. Oh, das war wichtig. Das war eine tragende Einheit. Ups. Ich war es nicht. Das war schon vorher so. Ah, lauf schnell weg hier. Upsi. Das passiert jedem Mal. Ich brauchte diesen Keil viel dringender. So, wir gehen gleich in den Weinkeller. Ich gehe nur vorher eben mal auf Toilette.
Ich speichere nochmal, nicht, dass es gleich weg ist, wenn ich wiederkomme. Labyrinth weggespeichert hier. Jo, Freundchen, ich bin dann gleich wieder da. Achtung, 3, 2, 1, klatsche ich wieder an die Wand und so. Bis dann. Da ist sie wieder. Jetzt sehe ich die ganze Zeit schon so merkwürdig verstrahlt geleuchtet. Das ist mir jetzt gerade auf dem kleinen Monitor wieder aufgefallen, wo ich weiter geguckt habe. Sehr, sehr verstrahlt. Sehr verstrahlt. Dankeschön. Und euch auch, BB und so. Willkommen zurück. Okay, dann. Generell eine gute Idee, mit einem Hammer auf einen Keil zu hauen. Aber Keil. Hat er ihn benutzt? Benutzt er ihn gerade? Okay, hilft das? Leute, schön, oh, dass du da bist, ja? Oh, das war der Finger. Oh no. Er hat aber auch wieder kein Glück. Meint ihr, da kommt jetzt noch was raus? Karaffe mit Abfluss benutzen. Ja. Finde ich gut. Achso. Hä? Nee. Ich dachte, wir können den. Ah, was rüber. Aber wir haben es jetzt angeschrägt und da kam jetzt der letzte Rest sozusagen noch raus. Das heißt, wir haben tatsächlich den Wein bekommen. Weil ohne Hammer, also nur mit dem Hammer muss ich halt nicht auf dem Fass rumhauen. Das ist ja dämlich. Ich dachte irgendwie auch eine kurze Zeit, dass es irgendwie kein Hammer ist, sondern dieses Bopsel, was du reinhaust. Und das war dann so, nee, warte, uns fehlt das Bopsel. Jetzt haben wir aber einen Keil gefunden und dann musst du jetzt der Keil herhalten. Ah. Hals kratzt wieder so sehr. Muss mir Wein trinken, das hilft bestimmt. Huch. Gib ihm doch. Ja, vielleicht gehe ich morgen noch vorm Sushi essen erstmal zum Arzt. Ein edles Tröpfchen. Okay, du bist hiermit qualifiziert. Aber mir ich will mein Sushi nicht verschieben. Durch die viele Probiererei. Uiuiui. Ist sie jetzt ganz fuselig zumute oder was? Der Bursche wird mir langsam gefährlich. Ich sollte etwas unternehmen. Okay.
Das ist also das Portal, durch das man... Hä, warum hat er mich jetzt... Was? Warum stand ich jetzt hier? Warum hat er mich rausgeschmissen? Zurück sein. Warum? Vor allem nicht, nachdem ich noch seinen Reisesand entleert habe. Nein, mein Reisesand. Oh Mann, oh. Aber durch die Gegend gelaufen, direkt wieder am Rumhusten. Sieht aus wie Wikingerdorf. Kapitel 6, Nordlichter. Ich habe das Gefühl, die Kapitel sind irre kurz einfach an dem Teil. Waren doch, wenn ich mich erinnere, auch gar nicht so viele gewesen. Vielleicht schon das letzte, vorletzte, vorvorletzte? Mal gucken. Echt, ein bisschen schubsen. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, das sieht ja auch witzig aus. Kapitel 6. Gespeiert. Ob wir das heute auch hinkriegen? Ich weiß ja nicht. Ich nehme eine Banane. Ins Hotel der Götter, bitte. Sie besitzen leider nicht genug Reisesand für diese Reise. Das war bestimmt See. Sieht aus, als hätte er ganze Arbeit geleistet und mein Guthaben gelöscht. Wir müssen schleunigst einen Weg finden, wieder in das Hotel zu kommen. Sieht voll witzig aus, diese Kissen hier auf dem Boden. Ich bin es von Sherlock noch gewohnt, irgendwie in jede Ecke zu gehen, um zu gucken, ob es eine andere Perspektive gibt. Ob ich das vergesse oder so. Oh. Guten Tag. Eine Frau in meinem Tempel? Was für ein Tempel? Keine Frau. Ich bin keine Frau. Ich bin Ägypter. Und warum hast du dann einen Rock an? Raus mit dir, aber plötzlich. Jetzt hör mal zu, mein Freund. Ich werde dir erst dann zuhören, wenn du mir bewiesen hast, dass du ein echter Mann bist. Mit allem, was dazugehört. Mit Bart und Hörnern an dem Kopf, oder was? Wie war rausgeschmissen? Ein echter Mann, was der wohl kann. Eine nackte Beine, ja. Also vielleicht auch bei der Outfit ändern, ja gut. Den Rock gegen was anderes tauschen. Hat also, nicht dieser Typ an? Will, dass ich ihm beweise, dass ich männlich bin. Was muss ich denn dafür tun? Nehmen wir ihn doch als Vorbild. Du solltest einen richtigen Bart, genau, einen Bart. Helm und eine Waffe besorgen. Ein Helm und eine Waffe. Oh, ich sag ja, irgendwie Hörner am Kopf. Nicht dein ist das von Wikiga. Nee. Es bekurbeln hier. Ich guck mal, nehmen wir die erstmal mit. Ja, so finde ich das gut. Ich habe die Flagge von Erik dem Roten mitgenommen. Erik dem Roten? Wusstest du das oder ist es gerade irgendwie ein ganz fieser Witz? Hat er den gerade echt überbeleidigt? Oh, schönes Gemüsebeet haben sie hier. Die Freya? Okay. Ich werde gleich mal üben, besonders männlich aufzutreten. Hey, Weib. Was soll das mit den Blumen hier? Ich bin Gärtnerin. Und Pflanzen mag ich wirklich gern. Du natürlich nicht. Du bist ein Mann. Du trampelst nur darauf herum. Ja, rumtrampeln. Nein, ich bin ein Pflanzenfreund. Was? Ich doch nicht. Ich bin ein echter Pflanzenfreund. Guck an, wie weiblich ich aussehe. Ich habe zu Hause einen Kaktus, den gieße ich auch einfach wieder. Ich mag es zwar zum Wort. Nee, wir sind erstmal nett. Zu Hause habe ich einen Kaktus. Ich habe auch einen Kaktus. Den gieße ich auch einmal im Jahr. Vielleicht bist du nicht wie die anderen Männer. Das höre ich hier andauernd. Das finde ich toll. Was? Vielleicht sollte ich meinen Auftritt etwas ändern. Naja, oder einfach im Vergleich zu diesen ganzen Grobian sind wir halt einfach immer nett hier. Die hübsche Pflanze. Wie war das doch gleich mit diesen hübschen Pflanzen? Ich bin Gärtnerin und Pflanzen mag ich wirklich gern. Schön, dass du auch Pflanzen magst. Ja, ich mag auch Pflanzen. Wem gehört nochmal das prächtige Dorf? Dies ist Smöredorf, das Dorf von Erik dem Roten. Smöredorf. Ein wilder Kerl, der das Plündern und Brandschatzen liebt. Erik und alle Männer sind gerade auf einem großen Raubzug. Jedes Mal bringen sie besondere Stücke aus weit entfernten Ländern. Extra für mich hat Erik dieses Saatgut aus einem Land weit im Osten mitgebracht. Die Einheimischen dort nennen es Lais. Lais? Hört sich seltsam und ungesund an.
Ich hatte nicht erwartet, dass du seine Qualität zu schätzen weißt. Ich kenne das gerade gar nicht. Was ist denn Lies? Die Sache mit den anderen Wikingern. Ich muss schon sagen, ich hätte auch gerade noch Lies fragen können. Auf die Nerven gehen. Vor allem die Seefahrer-Wikinger, die auf bestimmten Decks arbeiten. Wenn man mit denen zu tun hat, kann einen das den letzten Nerv kosten. Mit Pferden können sie schon mal gar nicht. Und auf See, da weiß manchmal die eine Hand nicht, was die andere tut. Oh. Vielleicht sind ja auch nur die Rudersklaven schuld, weil sie das Schiff nicht ordentlich rudern. Also hör mal, ein alter Wikinger-Spruch sagt, der Ruderer ist immer nur so schlecht wie der Mann, der die Trommel schlägt. Ja, Vater das... sagt aber immer, da entwirfst du die beste Pyramide und dann wirfst du einen Platzparty für euch. Guckt. Ja, was willst du damit sagen? Weiß ich auch nicht so genau. Ich gehe mal ein paar Rentiere streicheln. Du bist wirklich mal ein Mann mit Herz. Ich durfte gerade nur fragen, ich will was haben von dem Zeug. So, ich weiß nicht, was das jetzt ist, aber... vorsichtiger. Hübsche Pflanze nochmal. Ich bin gern... Schön, dass... Dies ist ein Wild... Jedes Mal bringen sie extra die ein... Ah, hier darf ich was haben. Darf ich etwas Leis haben? Weil ich dich so mag, ja. Und aha, danke. Noch einen Stock zum Aufzüchten. Ein Stock auch noch. Oh, ich bin das. Danke. Jetzt habe ich quasi eine Waffe. Ich habe einen Stock, oder? Das zählt als Waffe. Ich bin mir sicher. Oh no, es tut so leid. Okay, ja gut, wir klauen erstmal das Kopfkissen. Ein schönes, frisch gelüftetes Kopfkissen. Herrlich. Da war hier noch so eine alte, kriesgräbige Frau. Die Isolde. Die schläft, glaube ich, einfach, oder? Werde ich mich nicht... Was willst du, Wicht? Einen wunderschönen guten Tag, die Dame, nichts ja. Nichts zu tun, die Dame? Von wegen. Ich mache jeden Tag um 1 Uhr mittags das Feuer an fürs Essen. Ja, und die Uhr, und? Sagt sie so? Was sagt die Uhr? Achso, das... Ah, okay. Was soll das denn? Ist ja noch gar nicht so spät. Die kann uns also ein Feuerchen anmachen. Sonst noch irgendwas? Hallo. Also wo die Männer sind, wissen wir mittlerweile. Ich habe eine wichtige Aufgabe. Du Dickerchen. Wo sind denn die Männer? Alle auf Beutezug. Und wir stellen mal wieder unter Beweis, dass ohne diese Nichtsnutze alles besser läuft. Bitte nur für euch aus Weg zu. Na gut. Ich muss da mal. Oh, es ist. Oh Gott, sterbe. Es ist Reste. Hoffentlich war es nicht das letzte. Oh, das letzte Einhorn. Oh no. Ein Totenkopf als Kerzenhalter. Das würde einen tollen Bettvorleger für mein Haus hergeben. Ach, Moment. Irgendwas war doch mit meinem Haus. Mein Haus ist irgendwie abgebrannt hier. Der Hai. Für die Aufgabe haben sie jemanden im Dorf. Fürs Aufräumen aber anscheinend nicht. Ein also Fisch, die kann uns irgendwie noch den Kochtopf anschmeißen. Ein Fisch mit einer Nase wie eine Säge? Ich wüsste doch nicht, was wir kochen sollen. Lea, die Wikinger lassen nichts anbrennen. Was hatten wir jetzt? Ich habe das Kopfkissen aufgerissen. Oh, no. Doch. Okay, schwarze Schafswolle. Ist das Bart? Ich würde sagen, das ist Bart, aber wir müssen den Bart bestimmt mit irgendwas noch verbinden. Wie mein gehegter Bart. Der hat ja diese Dinger für die Ohren. Ein Keller ist hier noch. Wer ist denn dieser Gustav? Komisch. Diese Regale sind nach Männernamen benannt. Scheint so, als ob die Frauen hier ihre Männer so sehr vermissen, dass sie ihre Möbel nach ihnen benennen. Seltsamer Brauch. Ericsson, Samsung. Miet. Nicht ein Tropfen mehr drin. Bloß nicht reintreten. Das Zeug klebt. Oh, wie der gute Miet. Oh, warte, wenn es klebt. Mietpfütze. Hier, lässt grüßen, ja. Ich hab einen Bart. Guck mal, wie männlich ich jetzt aussehe. Ah. Oh. Also, Miet klebt eigentlich gar nicht so sehr, wenn ihr beide. Ist das Regal Eriksson? Das Regal Gustav?
Samsung? Ich würde mich echt nicht wundern, wenn es die wirklich bei Ikea gibt, ganz ehrlich. Ich würde mich nicht wundern. Wir haben ja noch ein paar Schafe. Schuren. Damit jemand anderes es in dieser Kälte warm hat, muss das arme Ding jetzt frieren. Die dicke Wolle hält es ordentlich warm. Kommen wir hier noch raus? Ich will wirklich raus. Hallo Schneeball. Oh, ist der riesig. Junge. Ach, so fällt der Schneeball. War hier nicht gerade noch irgendwas? Stock mit Schneeband. Er zittere vor dieser unglaublichen Waffe, dem Holzstock. Hm. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Ich sollte aufhören damit. Blau, blau, blau bin Leis, ich auch schon ein komisches weit. Wort. Hier hilft mir dieses blonde Zeug auf jeden Fall nicht weiter. Okay, kein Plan, was mit dem Schneemann noch zu tun ist. Wir haben hier eine Dame. Die Frieda. Hallo Frieda. Was machst du da? Du bist ein Mann, oder? Was machst du noch hier? Meinst du das? Alle Männer sind. Sehe ich so männlich aus jetzt? Alle echten Männer. Du allerdings. Jetzt fang du nicht auch noch an. Ich bin ein Mann und will auch wie einer aussehen. Du könntest mir dabei helfen. Das bezweifle ich. Nicht mal Spinat und Kniebeugen könnten aus dir einen Mann machen. Vielleicht ja doch. Hören Sie doch. Nein, nein. Wenn du ein echter Mann wärst, würdest du mit mir schon mal gar nicht reden. Das tun die anderen Männer nämlich. Ich weiß auch nicht warum. Ja, klar, einfach Popeye draus machen. was? Ich hab nicht zugehört. Ich hab grad nicht zugehört. Ja, ja, so kenne ich das. Dann bin ich ja doch ein Mann. Seltsam. Auch nicht zweimal. Kein Problem. Tja. Ja, ja, so kenne ich das. Ja, ja. Okay, na gut, dann. Können wir es an der Zeit noch rumschrauben? Die Uhr sagt, dass es vor 1 Uhr mittags ist. Wenn wir ihm was an den Arm geben, ist bestimmt länger, oder? Zu schwer. Ich kann sie nicht bewegen. Okay. Ja. Oh nein! Mit Rot fliegt man, mit Blau schläft es ein. Na, dann probier erstmal das Blaue. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Ich sollte aufhören damit. Ey, mit Ritt hier, Mann, der lässt mich nicht. Blau, blau. Dieses Rentier erscheint mir emotional äußerst labil. Der geringste Reiz und es könnte durchdrehen. Ja, das habe ich vor. Lass doch mich mal irgendwie hier. Blau, blau. Dieses Rentier erscheint mir emotional äußerst labil. Ich nehme gleich das Rote. Einen Missbrauch der Flagge möchte ich eher vermeiden. Das Vieh würde mir den Gar ausmachen. Ich verstehe nicht. Warum kann ich das nicht benutzen? Muss ich erst lesen Achtung, für mich? Schizophrenes Rentier. Durch unterschiedliche Farbtöne, die im Sichtfeld des Tieres sind, können verschiedene Persönlichkeiten freigestellt werden. Wait. Missbrauch auf eigene Gefahr. Es reicht aber schon, wenn wir dem das rüberhängen, oder? Mal ganz kurz das Blaue, dass er einschläft. Blopp. Schlaf, Rentier, schlaf. Die blaue Farbe scheint es beruhigt zu haben. Alles macht hier brav. Dann klappst du den Futtereimer und wahrscheinlich befreien wir ihn direkt. Das Vieh würde mir den Gar ausmachen. Ob der sich selbst befreien kann? Will er vielleicht ein paar von den Körnern? Komisches Wort. Hier hilft mir dieses körnige okay, Zeug nee. Auf jeden Fall nicht weiter. Ah, da gucken wir was. Kügelfisch, na klar. Der lebt noch. Hey, ich sehe keinen Grund, warum ich dir den Fisch mitgeben sollte. Na, weil ich genauso hübsch bin wie du als Frau. Stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Und wie versteht ihr euch hier so? Wenn du mich so direkt fragst. Isolde kann ich nicht leiden. Die macht meinem Fjöldalin immer schöne Augen. Am liebsten oh nein. würde ich ihr den Hals umdrehen. Die hübsche Isolde, ja, ja. Alles straff organisiert. Eine töpfert die Töpfe, eine baut das Gemüse an, eine macht Feuer, ich bereite den Fisch zu. Und naja, normalerweise kocht dann der Koch das Essen. Nur, dass der Koch heute irgendwie verschwunden ist. Vielleicht ist er geflohen.
Wieso sollte er geflohen sein? Jedes Mal, wenn es uns nicht geschmeckt hat, haben wir ihm ordentlich ein paar verpasst. Oh nein! Und ich fand es noch nie besonders lecker. Ja, hatte die Holz vor der Hütte. Auf jeden Fall hat sie. Da bin ich jetzt der neue Koch. Ich bin der neue Koch. Guten Tag. Du bist mutig. Aber na gut. Dann ich koche euch was. Mit. Ich will nicht weiter stören. Dann tu's auch nicht. Ich koche euch was, klar, kein Problem. Wenig hässlichere Tiere auf diesem Planeten. Ich koche euch Kugelfisch. Das mache ich gerne. Ein bisschen Salz, können wir noch? Hey, ich wüsste nicht, warum ich dir das Salz mitgeben sollte. Na, ich bin doch der Koch, ich brauche das Salz. Ach Mensch. Leis, ein komisches Wort. Hier hilft mir dieses körnige Zeug auf jeden Fall nicht weiter. Okay, ich habe schon mal Kugelfisch. Wenn wir jetzt das Rote hinhängen, einmal austauschen. Kommt es los oder nicht? Oh Schreck. Lauf! Sehr schön. Nach Papageien, oh nein. Krokodilen und Katzen werde ich wohl auch Rentiere nicht so schnell zu meinen Freunden zählen dürfen. Ich habe echt kein Glück mit den Tieren oder die Tiere nicht mit mir. Wie man es eben nimmt, ne? Hupsi. Mein Futtereimer. Da drin, ne? Was? Was? Oh mein Goodness! Er hat sich den Helm aufgesetzt. Jetzt also den als Helm. Und na gut, der Stock ist halt meine Waffe irgendwie, ne? Wir haben jetzt die Halteleine mitgenommen noch. Okay. Es wird doch irgendwas. Wird hier doch. Wegen der Feuerfragen. Hallo, Papa, mach mal Feuer hier. Sigrid hat gesagt, du sollst die Finger von Jöldalin lassen. Haha, Jöldalin ist mir bereits mit Haut und Haaren verfallen. Vom letzten Raubzug hat er mir sogar ein Einhorn mitgebracht. Wie romantisch. Also natürlich nur den Kopf. Wie eklig. Das haben wir ja schon gesehen. Sigrid ruhig sagen. Ja, wie eklig. Nichts zu tun. Ich mache hier. Ja dann, was sagt die Uhr? Gehen Sie doch mal gucken, gnädige Frau. Die sieht so alt aus. Aber ja, okay, die macht ihr scheinbar wirklich den Hof streitig hier. Was? Schon so spät? Zeit für das Feuer. Ja, Zeit fürs Feuer. Jetzt aber steck Uhr, wie sie rennt. Das ist ihre einzige Aufgabe, was sie jeden Tag machen muss. Feuer. Einfach nur Feuer. Kann ich mit dem Eimer eigentlich noch ein bisschen Schnee holen? Findest du so ein schönes Süppchen? Schneemannschnee? Nichts vom Gelben natürlich. Ne, denk dran, der gelbe Schnee ist nicht der gute. Auch kein blauer oder grüner, keine Ahnung, aber ne? Sind das die Finger von komischem Schnee? Kein Loch ist im Eimer. Karl Otto. Karl Otto. Kein Loch ist im Eimer. Es ist doch schön, wenn da kein Loch. Blau, blau, blau. Wie lange würde der wohl. Achso, nee, warte. Ich war gerade, das ist. Okay, die kein Plan gerade. Oh, warte, nimm die Karotte. Leute, nimm die Karotte. Mit dem Seil. Klar, alles anbinden hier, damit es bei der nächsten Erdumdrehung nicht wegfliegt. Ja, finde ich super. Mit dem... Was soll man bloß mit solch einem hässlichen Fisch anfangen? Oh Mann, was weiß ich denn hier? Nimm jetzt die Karotte mit dem Stock. Ich zittere vor dieser unglaublichen Waffe, dem Holzstock. Banane nach Karotte werfen? Man weiß nie, was man mit einer Banane alles machen kann. Hierfür gibt's allerdings nichts. Ich will erstmal probieren, bevor wir weiter hier versuchen, Suppe zu kochen. Weil warum auch immer sollte ich Suppe kochen? Mein Outfit zu präsentieren. Weil wir haben ja noch den Stock, der müsste jetzt auch verzählen, ne? Die wir schon das Rentier K.O. gehauen haben, quasi. Sorry, Rentier nochmal dafür. So, ich jetzt nochmal. Ich verhau dich. Das ist Thor, höchstpersönlich. Sieh mal hier. Ja, guck. Au! Nein. Au.
Na, was sagst du? Du verschwendest meine kostbare Zeit. Komm wieder, wenn du eine richtige Waffe hast. Oh wait, vielleicht doch von dem Einhorn das Horn? Ich fand meinen Stock jetzt total gut, ja? Dieses Mobbing hier über. Damit ich mir halt nicht mehr leisten kann. Dann nehme ich mir eben das Einhornhorn mit. Ein Einhornhorn? Das Einhornhorn nehme ich mir mit, so. Das ist gemein hier. Gehen wir das mit dem Stock ab. Ich zittere vor dieser unglaublichen Waffe, dem Holzstock. Klar, alles anbieten hier, damit es bei der nächsten Erdumdrehung nicht wegfliegt. Okay, wir können schon mal den es gibt vermutlich wenig hässlichere Tiere auf diesem Planeten. Fische den Topf. Mir ist nicht nach Suppe. Keine Suppe? Claire, die Wikinger lassen nichts anbrennen. Und das da? Leis, ein komisches Wort. Die Köder? Hier hilft mir dieses körnige Zeug auf jeden Fall nicht weiter. Warte, ich würde mal ganz kurz... Es hustet wieder sehr heute. Doch. So ein bisschen mehr reden und schon... Ich bin fertig mit dem Husten hier. Ach, Mann, ey. So. Hallo, hier Flicky Flag. Hallo. Okay. Ich brauche einen Plan. Ich brauche irgendwie einen Plan hier heute noch. Ich weiß nicht. Ah, das war ein bisschen Streck. Mein komischer Char dreht direkt durch. Das ist immer das Beste. Blicky, wie war der Tag heute so? Wie geht's? Wie steht's? Ah. Ich wollte nochmal das hinsetzen. Okay. Er mag meinen Stock nicht. Wieso mag er meinen Stock nicht? Ich weiß nicht, was ich machen soll hier schon wieder. Das ist Dreck. Ja, ich hab wirklich... Wir hätten jetzt einmal alles durchgeguckt. Einmal alles. Ach Mann, ey. Wenn wir jetzt einfach nur mit allen durchreden. Bisschen faulisch? Wieso das denn? Wie kommt das? Ah. Ah. Halten wir alles. Nichts zu tun. Von wem? Ich mache jeden. Ich muss das. Ja, sie macht jeden Tag das Feuer an. Das ist viel zu tun. Ach, du hast schon Urlaub. Ist es denn schon wieder Urlaubszeit? Das ist doch geil. Dann auf jeden Fall verdient. Musst du denn dieses Jahr überhaupt nochmal arbeiten? Oder hast du jetzt einfach gesagt, du ziehst jetzt durch den Urlaub? Ach, das ist das gute Billy. Jemand hat es Billy getauft. Ah, oh, das ist das gute Billy. Nichts mehr. Oh, geil. Sehr schön. Das ist doch mal gut geplant, definitiv. Eriksson? Nee, die irgendwie nicht hier. Ich suche doch und ich weiß nicht, was es ist. Von der haben wir noch nichts bekommen. Das ist ja bestimmt was Schönes für mich. Frieda! Seltsam. Normalerweise reden Männer nicht zweimal mit mir. Das ist schon das dritte Mal sogar. Ich find's spannend, was du... Ja, das haben wir noch nie rausprobiert. Spannend, was du da machst. So, wir schmeicheln den ganzen Frauen hier, wenn die Männer nicht da sind. Naja, also... Oh ja, es erinnert mich an Zuhause. Das ist auch alles aus Lehm. Das ist auch alles aus Lehm. Es ist also der Lehm, den du magst? Naja, also, stimmt. Das war jetzt schon ein wenig so dahingesagt. Wenn du dich mit etwas Lehm in der Tasche heimischer fühlst, dann nimm ruhig welchen mit. Oh! Lehm. Gut, warum nicht? Lehm! Nice! Gut! Und jetzt? Und jetzt? Warum sollte ich davon einen Abdruck machen? Wir wollen einen Abdruck machen? Warum sollte ich davon einen Abdruck machen? So geht das sowieso nicht? Ein schöner Abdruck. Er macht einen Kugelfischabdruck. Was wollen wir da reinfüllen? Wir haben eine Gussform.
Leis? Leis, ein komisches Wort. Hier hilft mir dieses körnige Zeug auf jeden Fall nicht weiter. Wir müssen. Okay, dafür haben wir jetzt auf jeden Fall ein Feuer, um was zu gießen. Aber da müssen wir noch was reinhauen. Nicht die Pokal, oder? Und hiermit überreiche ich den Pokal für den sinnlosesten Versuch. Können ganz kurz ausprobieren gehen. Das hört sich irre dämlich an. Lea, die Wikinger lassen nichts anbrennen. Nein! Bist du des Wahnsinns? Pokal. Oh, oh. Moses eigenhändig das Stadion getragen. Du willst es doch tut mir leid. Weg, allerdings könnte ich hab den Pokal eingeschmolzen. Ich bin so dreist. Asterix Obelix kommen? Ja, die kommen bestimmt. Ich meine, guck mich an, ich bin der beste Mann der Welt. Ich sollte doch den Pokal aufheben und dich einschmelzen. So schlecht scheint Mann, es gar ey, ich habe keinen Plan, wo ich die Waffe noch herbekomme. Schon gut, schon. Was ich jetzt hier gerade mache. Ich verspreche dir, es werden dir alle Wohltaten dieser Erde widerfahren, wenn ich erst den Kampf der Götter gewonnen habe. Mir würde es schon reichen, wenn du und deine Götterkollegen mich in Ruhe lassen würden. Oh Gott, meine Hände friert gerade so ab. Dann füll das mal damit. Ja. Okay. Plomps. Wir haben eine goldene Kuh mit Stacheln. Eine schöne Kombination. Können wir damit die what? Moment. Gehe ich damit die Karotte runter? Ich will die Karotte doch haben. Ich brauche sie. Meine Sandalen sind für diesen kalten, weißen Sand nicht gemacht. Ja, tut mir leid. Der Krampf der Götter. Es fühlt sich wirklich langsam krampfig an hier. Auch wenn mir manchmal danach ist, ich werde hier nicht alles kurz und klein schlagen. Na gut, dann halt nicht. Ich fand, das ist eigentlich eine ganz coole Peitsche, die wir hier gebastelt haben. Wir sollten ja uns eine bessere Waffe besorgen. Oder, oh, warte, vielleicht das doch mal? Eine furchterregende Waffe. Ah, ja, jetzt richtiger Morgenstern. Ich muss was geht aber vorstellen gehen. Guten Tag hier. Ich habe jetzt einen Morgenstern gebastelt. Och, Mann, ey. Ja. Los, viel vor. Ah, das Mädchen. Oder bist Mädchen. Du nun ein echter Mann geworden? Natürlich bin ich ein echter Mann. Mit allem, was dazugehört. Ja? Was hast du denn, was zu einem echten Mann dazugehört? Na, guck mal, meine Waffe. Ich habe einen Bart. Ich habe einen Bart. Ja. Das nenne ich mal einen schönen. Ich habe mich schon wieder an den Hals gefasst. Eklig. Ja, ich habe einen schönen Bart. Ah, das Mädchen. Oder bist du nun ein echter Mann geworden? Natürlich bin ich ein echter Mann. Mit allem, was dazugehört. Ja? Was hast du? Ja, denn, der hat noch weniger an als gehört. Ich, ganz ehrlich. Ich habe mir einen Helm besorgt. Ich habe mir einen Helm besorgt. Na, dann ja. Zeig mal her das gute Stück. Na, guck. Ach so, ich muss ihm direkt. Oh, hier, ja, okay. Dann. Aufgepasst, großer Tor. Au! Flop. Oh nein! Au! Bin doch so. Na, was sagst hier. Du? Ja, was für eine grausige Waffe. Du bist in meiner Gunst gestiegen. Yay! Dann habe ich hier diesen wunderschönen Helm. Aber ich habe halt keine Hörnchen dran, ne? So wie hier, er. Schau mal. Na, was sagst du? Du verschwendest meine kostbare Zeit. Damn, der Komm mag meinen Helm wenn nicht. Du einen richtigen Helm hast. Es ist. Was passt mir denn noch? Ich hab einen Bart. Ich hab was wenigstens soll ich einen Bart. Denn damit? Das ist mein Bart, ist das. Ah. Natürlich. Ja? Ich habe einen Bart. Ja, das nenne ich mal einen schönen männlichen Bart. Okay, aber wir müssen einen Helm. Mann, oh. Machen wir das einfach. Oh Gottchen. What the fuck,
Aldi Baba, Hallöchen. Deep Dive for the Follow. Aber ist eigentlich genau richtig. Wir sind ja eigentlich an dem ägyptischen Spiel dran und haben heute auch schon das Ende von Ali Baba gelesen. Und der ist an der Vergiftung von Datteln gestorben. Rip. Zum Glück bist du nicht Ali Baba, ne? Zum Glück nicht. Sondern Aldi. Und die 40 Angebot ist ein super Name. Wir waren hier schon. Hallöchen, willkommen und ja, nochmal danke für den Follow. Ich hoffe, es geht gut. Nicht so krank wie ich hier. Deswegen, mich gibt es heute nur ein Alternativ. Stimmt, wir könnten sowieso mit ihr reden, wegen der anderen Tante. Hallo, Herr Angebote. Hier, Isolde, genau, Isolde deswegen. Ich ausrichten, dass Jöldalin ihr einen Einhornkopf geschenkt hat. Ja, hat ich würde den ja nicht mehr. Du bist doch Koch. Nimm das Salz da drüben und versalze ihr ordentlich das Mittagessen. Okay, danke. Ich will nicht weiter stören. Dann tu's auch nicht. Hä? Boah, ich koche ja doch gar nichts. Ich habe Salz. Ich habe jetzt ihr Salz. Du hast mal die Leine geklaut. Erik, so der Rote. Sieht ein echter Mann aus. Ein Bart, ein Helm und eine Waffe. Ja, okay. Die ist noch beim Train. Der Kessel hat den Pokal zum Schmelzen gebracht. Ja, hat er. Okay, neue Idee. Steckt uns die Banane durch den Helm. Wir machen uns vor ein paar Löcher dran. Und das klappt auch noch, oder? Taucht nicht mehr zum Wasser holen. Das war nämlich, weil er noch gesungen hat mit seinen blöden Löchern im Kopf. Löchern im Eimer. Ich hab Kopf hat er sowieso hier. Perfekt. Hoffentlich gibt's hier keine Schneeaffen. Oh no, wait, das ist nur eine Seite. Jetzt sehe ich ja ein bisschen. Ja, Schneeaffen. Ah, oh, ich sterb schon wieder so halb. Mein Eimer war verschwunden. Hat er gerade Schnee. Ja, natürlich hat er gerade Schneeaffen gesagt. Weil er Angst hat, dass mir jemand meine Banane vom Kopf klaut. Oh, wait. Meine Sandalen sind für diesen kalten, weißen Sand nicht gemacht. Oh, kalter, weißer Sand? Bitte, schmelz es. Einfach Spiellogik. Lass den Schneemann schmelzen. Oh, no. Helm. Oh, nein, wie er geschrien hat. Und dahin. Oh, garantiert. Oh, no, 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 no. So ungefähr stelle ich mir einen richtigen. No. Okay, Geräusch war da. Wir haben einen Helm. Wir haben einen Helm, wir haben einen Bart und wir haben die Waffe abgekredet. Jetzt wüsste ich auch wirklich nicht mehr, wen wir noch belästigen können. Selbst das Rentier ist am Boden. Ich habe alle erledigt. Ich bin ein echter Mann. Bitte, bitte lass mich gehen. Ich will nicht mehr. Ich muss zurück. Wir müssen noch die Götterspiele gewinnen und so. Ach, sorry, beim Husten ist direkt vorbeigerannt hier. Guck, mein Helm. Mein Helm ist amazing. Da. So. Hübsch, oder? Sieh dir das mal an. Na, was sagst du? Ja, das ist doch mal ein großartiger Helm. Du bist in meiner Gunst gestiegen. Ja. Reicht das denn? Na, sowas. Du siehst ja schon fast aus wie ein echter Wikinger. Der lacht mich immer noch aus. Was gibt es denn da zu lachen? Herrlich. Du bist ein lustiger kleiner Geselle, Ägypter. Danke. Aber ich habe doch alles richtig gemacht und sehe bestimmt extrem männlich aus. Ich weiß doch, dass du ein Mann bist. Ich wollte nur ein wenig Spaß haben.
Die ganzen Kerle sind auf Raubzug und den ganzen Tag sehe ich nur die Frauen. Da wollte ich dich halt mal zu einem richtig tollen Saufkumpan herrichten. Achso, ich wollte gerade sagen, es steht auf Benner, aber mehr bin ich Spielball der Götter. Ach was. Sauf. Du hast dir ehrlich meinen Respekt verdient, kleiner Ägypter. Lass uns zusammen einen guten Zug von meinem besten Stoff nehmen und über deine Abenteuer plaudern. Aber ich habe gerade ausgetrunken. Vielleicht kann ich dir ein wenig helfen. Hab nichts mehr. Los, nein, doch, da ist auch der Kanal was drin. Drück. Na dann, bis bald Zeit. Hui. Auf welche die Suppe hier. Zeug. Und du sagtest, du kommst vom Heiligen Hotel? Sagte ich das? Ich bin vielleicht schon ein wenig betrunken. Weißt du, da habe ich früher auch mal gearbeitet. Ich war ein junger Gott und hatte einen Aushilfsjob in der Requisite für die Vorführung der Abschlussfeier. Requisite? Heiliges Hotel? Ich glaube, da klingelt was. Oder ist es nur mein Kopf, der da klingelt? Vermutlich. Oh, wait, damals ja doch. Hat mich ein freundlicher ägyptischer Gott zum Trinken eingeladen. Alarm. Ach, wie hieß der doch gleich nochmal? Fred? Schmidt? Seht. Seht? Seht hat dich zum Trinken eingeladen? Ja, genau. Ein netter Kerl. Hat mich ziemlich betrunken gemacht. Also wir haben ganz kurz aus seinem Horn getrunken. Nur nach der durchzechten Nacht habe ich leider den Schlüssel zum Rekord. Nur einen kleinen Schluck genommen. Hassil, hör auf zu Jemand hat ihm den Requisitenschlüssel weggehauen. Er erzählt uns gerade, dass Seth ihm damals den Schlüssel zur Requisite geklaut hat. Was? Ja. So habe ich das noch nie gedacht. Dieser ja doch. Nette Kerl kann ich mir gar nicht vorstellen. Das hat mich jedenfalls meinen Job gekostet. Naja, ein Ferienjob, was soll's. Der Schlüssel tauchte seltsamerweise einige Tage später wieder bei mir auf. Habe ihn ja, aber nie mehr abgegeben. Komisch. Ich kam dort ja nicht mehr so oft vorbei, weißt du? Hassil! Thor hat den verschollenen Schlüssel zum Requisitenraum! Den Schlüssel, der schreie nicht so rum. Beweis führt, dass Seth Osiris absichtlich zersägt hat. Und dass ich unschuldig verbannt wurde. Zersägt? Ja, vielleicht kann er uns auch zurückschicken und wir können das irgendwie erklären. Ich würde jetzt gerne etwas schlafen. So, mit dem Schlüssel als Beweis? Weißt du was? Ich gebe dir den Schlüssel einfach mit. Dann kannst hier, du ihn der bitte. Guten Ordnung halber dort abgeben. Ja, ja, gib uns den Schlüssel. Ja, bitte. Ja. Darauf trinken wir ein. Auf die alten Zeiten. Und den Weg zurück ins Hotel. Mehr trinken. Mehr Alkohol. Schade nicht. Alkohol. Nein, warte, was? Von Wasser eingeschlossen. Das halte ich nicht aus. Warte, wir kommen zurück. Wieso sind wir jetzt auf der Insel? Haben wir zu viel gezecht? Hallo, Fähre? Fährst An du mich zurück? Boot habe ich nur schlimme Erinnerungen. Die Fähre fährt mich zurück. Bestimmt. Bei ihm speichern. Oh Mann, ey, das ist ja hier. Nicht mehr auszuhalten. Aber immer noch Kapitel 6, ne? Okay, ein bisschen länger dann doch. Da erstmal den Wasser. Stift nehmen. Soweit das Auge reicht. Überall Wasser. Sind wieder bei Castaway gelandet, ne? Nimm doch. Können wir schon mal Botschaften schicken, würde ich sagen? An der Palme noch ein bisschen schütteln? Ups. Was? Was ist denn da runtergekommen? Wie? Ein Gummihuhn. So doll gegen die Palme getreten, dass ein Gummihuhn runtergefallen ist. Okay. Im Moment habe ich genug Gummihühner. Okay, gut. Genug Gummihühner. Deine Krabbe hat ein nettes Häuschen gefunden. Hohle Baumstamm. Was war? Wasser. Ein Stück Stoff. Oh, das X markiert die Stelle. Schön blöd. Der letzte, den ich gesehen habe, lag auf einer silbernen Platte im Palastgarten des Pharaos. Humi Bumi. Oh, da hinten ist noch eine Schatztruhe. Ich brauche sie. Neugierig bin ich ja schon. Er ist auf der anderen Insel.
Aber jetzt heißt es erstmal, meine Haut zu retten. Na gut. Gibt's noch irgendwas? Ich habe jetzt noch nicht so wirklich einen Plan mit Stift Guihun. Was ist Stoff? Oh, warte. Was? Die Viere? Nee. Oh, hier vorne. Okay. Wasser. Soweit das Auge reicht. Wasser. Überall Wasser. Überall Wasser. Wasser. Mehr Wasser. Soweit das Auge reicht. Nee, okay. Überall Wasser. Okay. So. Random Sachen kombinieren. Wir können ja auf dem... Auf dem Stoff können wir schreiben. Oh, mein Retter mit güldenem Haar. Mit güldenem Haar. Ich hoffe, es ist egal, was wir schreiben. Ich mag ja Sand ganz gern, ich aber mag trotzdem. Ja Sand ganz gern, aber trotzdem. Hexe! Schick mir jemanden zur Rettung oder zumindest ein kühles Bier. Ich bin ein Abenteuerstar, hol ich mich bin hier raus. Ich bin ein Abenteuerstar, hol mich hier raus. Asyl, Abenteuerbrutz der Herzen. An der ersten Palme rechts kannst du nicht verfehlen. An der ersten Palme rechts. Perfekt. Kannst du es nicht verfehlen. Perfekt. Haben wir schön geschrieben. Ich bin die Stuhlort. Ich meine, wir haben ja auch eine Fähre, könnten wir zurück und dann ist es kein Ding. Was machen wir jetzt mit dem Gummihuhn? Gummihuhn steckt schon. Es ist ein Gummihuhnwerfer, warte, was? Eigentlich bin ich ja überzeugter Pazifist. Was machen wir hier? Das ist meine einzige Chance, von dieser Insel wegzukommen. Es ist eine Gummihuhnkanone. Oh shit, oh warte, wir könnten ja die Nachricht mitgeben, bestimmt, oder? Wartet nochmal. Ich brauche mal Gummihühner. Hallo. Ups. Ach, zum was Glück. Was ist denn da runtergekommen? Zum Glück. Moment. Nachricht, Gummihuhn. Meine Gummihuhnkanone ist geladen. Oh, und entsichert. Achtung, Deckung. Gummihuhn. Ach, er ist das auch. Hä, hey, warte, was? Spaß, kleiner Mann. Wie viel habe ich denn getrunken? Was für ein verrückter Traum. Der starke Tropfen war doch etwas viel für dich, was? Ich werde dir ein wenig Reisesand spendieren, damit du zurück ins Hotel reisen Danke. Kannst. Na los. Hattest so, unser zweiter Schluck vor? Und schon waren wir auf einer einsamen Insel. Nur ein bisschen zu viel Mehl trinken, Flicky, wer was ist. Ein bisschen Mehl trinken und dann bist du auf einer Insel. Zack. Kapitel 7, der Kampf. Feierlich. Der Kampf fängt noch ohne uns an. Lauf gefährlich schneller, Träger. Ich bin ja schon so schnell. Ich kann. Hallo. Also dann, die Damen und Herren Götter. Da liegt wieder Klopapier. Eure Aufgabe. Ihr müsst so viele Menschen wie möglich dazu bringen, an euch zu glauben. Wer am Ende des heutigen Tages die meisten Gläubigen besitzt, ja, wird der nächste Herrscher über Ägypten. Die Sonderregeln ja, und weiteres Kleingedruckte findet ihr in den heiligen Spielregeln. Nun zur Ausgangslage. Seth führt mit 7.814 Gläubigen. Am anderen Ende der Liste ist das Ankh mit, einem. Und zwar Asyl. No. Nur einer. Ungläubiges Pack. Asyl, wir haben viel Arbeit vor uns. Was? Das ist die Ausgangslage? Das ist ja total unfair. Der Sieg ist mir gewiss. Und das Spielfeld in diesem Jahrtausend ist Luxor. Na, wer hätte das gedacht? Möge der Wettkampf beginnen. Vielleicht ein bisschen klüger. Wir müssen nach Luxor. Los, los, los. Los, los, los. Die Spielregeln sollte ich mir genauer anschauen. Hä, hey, was? Die hauen alle ab. Was geht jetzt hier ab? Spielregeln. Na dann.
Wir haben doch einen geheimnisvollen Schlüssel dabei. Geschrieben in der Sprache der Götter. Unlesbar für mich. Toll. Jetzt toll. Sollte ich mir angucken, ja. Warte, wenn die jetzt alle weg sind. Ach nee, ich weiß gerade nicht, wo der Raum ist. Warte, vorher überhaupt erstmal nochmal speichern. Überhaupt erstmal speichern. Haben wir überhaupt noch Sand übrig, frage ich mich halt gerade. Also so oder was spendiert, dass wir hierher kommen, aber ja. Nach Luxor bitte. Sie besitzen leider nicht genug Reisesand für diese Reise. Okay. Können wir uns vielleicht irgendwas noch klauen oder so? Hä? Hä? Der Reisesand vom Ankh ist leer. Das Loch hat bestimmt Seet reingemacht. Ach so, ja, ist kaputt hier. Ein bisschen kaputt. Ah, okay. Der Reise, was? Mein Reisesand. Wie beim Sandmann. Oh, Flaschenöffner. Hey, Finger weg! Oh nein, Mann. Oh. Du wünschst? Was weiß ich denn? Ist es lustig? Ist es lustig, das Mumienleben? Naja, eigentlich wollte ich ja endlich meinen wohlverdienten Ruhestand genießen. Aber auf die Unterwelt von Osiris muss ich wohl noch etwas warten. Osiris ist ja sowieso gerade nicht dort. Der Job hier ist auch gar nicht so schlecht. Auch wenn ich das Gefühl habe, so langsam wirklich auseinanderzufallen. Ihr seid schon ein bisschen älter, ne? Ich hätte gern einen Drink. Jahre plus. Kann ich den Zimmerschlüssel sehen? Ich habe gar kein Zimmer. Was? Dann bekommst du auch keinen Drink. So, ich habe hier einen mystischen Schlüssel. Hier kann ich nichts aufschließen. Ach, Mann, oh. Wir haben noch Thors Trinkhorn. Ach, hier ist ja noch einer nicht abgehauen. Mensch, Zufälle gibt's. Was ist denn, wenn ich nicht reisen kann, Herr Schiedsrichter? Fussel, hallöchen. Wunderschönen guten Abend. Geiler Dame. Ich mag Fussel da. Willst du einen Keks? Lass mich in Ruhe. Ich hab Kopfschmerzen. Könnten ihm noch ein bisschen was in dem guten Zeug anbieten, oder? Das scheint nicht zu funktionieren. Ach, schade. Ah, du bist altes Haus. Ich brauch ein bisschen Cent. Was willst du? Cent? Was brauchst du denn? Ich kann auch nicht lesen. Ich kann die Spielregeln nicht lesen. Oh. Wie schön. Ein Vorteil für mich. Da brauche ich mich ja wirklich nicht zu hetzen mit dem Eintritt in den Kampf. Der bringt uns nicht weiter, Asil. Was? Jemand anderes muss das für uns übersetzen. Warum nochmal kannst du die Sprache der Götter nicht lesen? Ich kann nicht nur die Sprache der Götter nicht lesen. Ich habe überhaupt nie lesen gelernt. Einmal mehr bist du eine großartige Hilfe. Mein Freund, der Seher, könnte mir vielleicht weiterhelfen. Ah, endlich mal etwas Ruhe. Nanu, bin gerade auf dem Häuschen beschäftigt. Oh nein, das Papier ist alle bei den Göttern. Wo bekomme ich jetzt? Wenn ich ihm jetzt die Anleitung gebe, das benutzen, kann das sein? Oh Gott. Okay. Ich habe mir das Papier einfach runtergeschmissen. Eine Miniaturausgabe von Ägypten. Ja, wo sitzt er denn? Können wir das nicht irgendwie benutzen? Hä? Was kannst du helfen? Was brauchst du denn? Würde ich das wissen? Mehr Sand. Ich brauche Reisesand. Gut, gut. Aber vorher musst du mir einen Drink holen. Hier ist ein Gutschein. Komm ja nicht ohne Drink wieder. Nice! Okay. Ajol, Ajol, da haben wir Sand. Wir müssen uns doch überlegen, wie wir das, das doch dann wahrscheinlich fixen. Können wir das Horn reinstöpseln? Das arme Männchen immer, ne? Aber vielleicht machen wir doch schon irgendwie aus. Gleich gebliest. Ich habe einen Kuchen. Ich hätte gar... Gut. Mit. Mit? Und willst du Eis in deinen Drink? Immer, ja. Gib ihm alles. Ein Schönchen willst du doch bestimmt. Ja, und noch was zum Rühren. Und Obst.
Oh, das war schon alles. Dann schnippen wir uns das hier gleich. Padalalala. Hey, wo ist der Flaschenöffner? Was? Welcher Flaschenöffner? Hey, du halbverweste Mumie! Schau mich bloß nicht so an! Ich bin kein Flaschenöffner! Verstanden? Dann eben ja, mit den Zähnen. Ging früher schließlich auch. Oh nein! Ihr habt direkt Zahn verloren. Also vor allem, dass ich den letzten, auf, den noch hatte. Na, dann gib mir doch einfach was anderes. Alter, was ein Klunker. Getränk da hinten am besten. Oh. Ein fauliger Mumienzahn. Ich bringe erstmal eben den Wein weg, oder was immer das gerade ist, den Saft. Dann probieren wir es nochmal mit dem Sand. Sollte ja dann passen. Was soll ich denn damit? Du wolltest was zu trinken. Warte. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich? Was soll ich denn damit? Wir geben ihm einfach gar nichts. Okay, ich verstehe. Wir behalten das. Okay, gut. Dann zurück. Da, hier vorne. Hier vorne links. Hier vorne links, wo es stinkt. Was? Hat sie nicht gesagt. Okay. Der Reisesand vom Ankh ist leer. Das Loch hat bestimmt Seet reingemacht. Das da. Das scheint nicht zu funktionieren. Flaschenöffner? Jetzt habe ich zwei Flaschenöffner und beide helfen mir. Nicht. Oh, warte, vielleicht der Zahn dann? Ist der groß das genug? Loch ist gestopft. Könnten Sand klauen? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Der Reisesand vom Ankh ist leer. Das Loch hat bestimmt Seet reingemacht. Der Reisesand Wir können nur mit unserem interagieren. Vielleicht das als Sand? Der Leis ist an Ort und Stelle. Der Leis? Reicht das schon? Das wird nicht funktionieren. Reicht das schon? Let's go! Ja, okay, der Leis ist quasi wie Sand. Also, ich hätte jetzt gesagt, eine Mischung aus Reis und... Ja, was denn? Was fängt denn mit L an? Was pulverartig ist. Da bin ich wieder. Und schon bist du wieder faul. Ja! Was, warum? Wieso? Weshalb? Warum ist sie hier draußen? Warum ist er da draußen? Oh, es ist schrecklich. Was ist denn hier passiert? Ach, Seth hat alle meine Mitarbeiter, Priester bekehrt. Jetzt räumen sie alles aus dem Tempel, was nicht Seth geweiht ist. Sie machen einen Seth-Tempel aus meinem schönen Casino. Nein. Meine Karriere ist ruiniert. Und dann musst du einfach an das Ankh glauben. Los, glaube an das Ankh. Was für ein Ankh? Ja. So flüstert er so. Horus? Du bist noch immer in einem Ankh gebannt? Tja, ist wohl so. Das hast du sicher verdient. Seit ich dich kenne, hast du die Menschen nur ausgenutzt. Aber dafür sind sie doch da. Oder etwa nicht? Das ist das Ankh, das ich kenne. Die große, weite Welt hast du mir versprochen. Eine Zukunft an deiner Seite. Tja. Als du mich dann verlassen hast, musste ich ganz von vorne anfangen. Aber ich war starr und bin meinen Weg gegangen. Schließlich habe ich es bis zur Hohe Priesterin geschafft. Ja, Respekt, Respekt. Ja, die Hohe Priesterin. Wieso sollte ich etwas für dich tun? Du würdest niemals etwas für mich tun. Stimmt. Oh. Na und? Ich hab doch die Katzen geguckt kurz. So kommen die nicht weiter. Na gut, wenn wir dir irgendwie deinen Tempel zurückgeben, hilfst du uns dann? Das? Und eine Entschuldigung von dir. Eine Entschuldigung. Ja, ja, das bekommen wir schon hin. Was? Asil, ja, doch. Ich ausgeschlossen. Ich. Los, Ankh, wir haben Arbeit zu tun. Müssen die Palast organisieren. So, der hat hier noch irgendwie ein Secret bei Samir rum, aber ich glaube, das heben wir uns noch auf. Das Grand Finale.
Spiel gespeichert. Beenden wir schon mal. Ja. Es ist, wie gesagt, ich bin ein bisschen fertig. Bisschen krank und angeschlagen noch. Ja. Ob morgen was kommt, ich werde mal gucken. Also geplant war jetzt, dass ich